Auch wieder mit dabei. Na dann, kleine Warnung, bevor wir gleich in Kiwi reinstarten. Ich sag's euch, ich stelle mal auf den Kopfhörer schon mal klein. Modi meinte, das ist laut. Es wird sehr laut. Es ist scheiße laut.
Deshalb mache ich meine Kopfhörer gerade auf 4%. Und ihr haltet euch jetzt mal die Ohren zu im Stream. ich werde es dann gleich ruhiger stellen, aber es ist jetzt. Skins sind ja wohl echt Jetzt geht's super. erstmal los. Man kann als Pinguin spielen. So, dann mal komm, Nice. Kopfhörer abnehmen. Sonst explodiert mir gleich das Trommelfell. Okay. Und da kann ich jetzt auch gleich mal einen Tipp an die Entwickler geben. Sekunde, du bist gerade nicht zu hören. Ist gerade. Oh. Noch bist du zu hören, aber Sekunde, ich starte gleich rein. Da startet gleich lauter Musik wahrscheinlich. Ja. Was ich sagen wollte, eins kann ich den Entwicklern schon mal sagen. Nehmt bitte den Freundescode aus dem Menübildschirm raus. Das Ding kannst du Okay. sonst im Leben nicht streamen. Ich Also stream es aber nie. gerade. Wie sollen wir das denn? Wir haben keine Zuschauer, deshalb geht das, aber. Ja, okay. Na, da wäre ich mir nicht so sicher. Aber wenn das halt unten rechts ganz groß steht, Was wird. dieser Code ist für die zweite Okay, ich würde jetzt gerne Person. den Bildschirm noch größer stellen. Momentan sieht das bei mir gerade. Leute. Options. Okay, ich glaube, ich muss erstmal die Audio leiser stellen. Ja. Damit den Leuten nicht das Trommelfell platzt. So, Master Volume auch runter. Jetzt kann ich es bei mir wieder lauter stellen. Damit ich dich auch verstehe. So. Es müsste eigentlich. Soundtechnisch müsste es jetzt gehen. Okay. Ja, Video müssten wir jetzt. Bei mir ist halt jetzt ein kleines Fenster. Sieht halt nicht gut aus. Wie ist es im kleinen Options. Fenster? Geh in die Kannst dir Einstellung. gerade meinen Stream anschauen, dann siehst du das. Einstellung, Grafik und dann Bildschirmmodus Vollbild. Resolution muss ich mal eingeben hier. Das wird vielleicht schon reichen. Ich würde Einstellungen und dann Vollbild machen. Ich finde Du hier den kannst das Vollbildmodus Spiel auch auf nicht. Deutsch umstellen. Da musst du einfach Gameplay und dann Sprache. Ja, es ist Fullscreen. Okay, aber das sieht nicht so danach aus Ui. bei mir. Also mein Stream ist gerade kaputt. Schau dir das mal im Stream an. Ich öffne deinen Stream. Moment, Moment, Da haben Moment. wir gerade irgendwie. Dein Stream startet bei mir. Es ist Fullscreen. So richtig schön oben links in der Ecke. Es ist aber Fullscreen, ist es hier. Ist es bei dir in OBS Fullscreen? Jetzt ist es Fullscreen jetzt. Fullscreen Windows habe ich eingestellt. Jetzt geht's. Lol. Jetzt geht's, oder? Ja. Sieht so Ja. aus. Wie gesagt, du kannst unter Gameplay noch die Sprache ändern. Mache ich gerade. Gerade habe ich gar keine Musik, vielleicht habe ich es ausgestellt, aber. Das kann sein. Ich hab so, sie ist nicht schlecht. Controls? Nee. Audio? Nee. Wo kann ich Was? den Unter Gameplay? Wo stelle ich das denn ein? Option, da klickst du drauf im Menü, dann gehst du auf Gameplay, das oberste, und dann hast du oben Gibt's Sprache. bei mir nicht. Ich habe Audio, Video und Controls habe ich. Was? Hast du das Update runtergeladen, oder? Geh noch mal raus. Exit. Du bist schon im Spiel. Ja, ich bin im Spiel. Ja, warum bist du im Spiel? Ich bin im Menü. Du müsst erst beim selben Raum joinen. Yep. Options hier. Spiel angehalten. Okay. Alles professionell hier heute bei uns, alles ganz. Du gehst ins Hauptmenü und dann unter Einstellungen. Wie in jedem anderen Spiel auch. Ja, alles ganz professionell heute bei uns hier. Unsere Kompetenz kennt keine Grenzen. Bei mir ist die Aufnahme verloren von mehreren Stunden. Bei dir, du scheiterst im Hauptmenü. Ja, das ist. Die Okay. Intelligenz ist heute sehr stark. Okay, hier haben wir die Ja, okay. Du Option. drückst auf Okay und jetzt Gameplay. geht's auf Options. Gameplay. Deutsch. Ja. Zeitlimits? Nein. Okay, das können wir. Ja, Zeitlimit Deaktivierte habe ich auch schon Timer. ausgeschaltet. Ja, okay. Ich komme hier Kannst gerade. unter Garderobe noch deinen Skin ändern, aber musst du nicht. Ja, darüber. Ah. Und ich bin jetzt Ich habe der den. linke oder der rechte? Du bist. Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt. Gesicht. Das kann ich kaufen. Okay. Ja, du müsstest jetzt 20 haben. Ja, du hast 20.
Warum? Nein, will ich nicht. Sind halt Skins, die sind lustig. Das Headset finde ich gut. Dann aber hat gerade absolut keinen Sound. Das ist halt. Muss ich mir gleich nochmal gucken, was da los ist. Wie, dein Spiel hat keinen Sound? Mein Spiel hat absolut keinen Sound momentan. Weder Geräusche noch Ton, Töne noch irgendwas. Hast ist du denn, geh mal in deinen Lautstärke-Mixer. Audio, Gesamt, Effekte, Musik. Wie gesagt, geh mal in deinen Audio-Mixer, beziehungsweise in deinen Lautstärke-Mixer. Also jetzt müsste es hier Musik haben. Jetzt hat, auch voller Lautstärke hat es Musik. Okay, dann hast du ein sehr seltsames Ding. Also ich habe den Code ja schon geschickt. Also von wegen ist es laut, also es ist halt bei mir auch voller Lautstärke, ist leise. Ja, cool, dann hast du irgendwelche ganz weirden Einstellungen bei dir. Bei mir ist es halt super laut gewesen, es hat einfach alles weg. Ich weiß nicht, wie das für die Zuschauer ist, aber für mich ist es jetzt gerade auf meinen Kopfhörern. So, spielen. Wollen wir mal. Oh nein. Au. Ich glaube, ich muss das Headset wechseln. Was zum Henker? Oh Gott. Was ist bei dir los? Ja, anscheinend ist mein Headset kaputt. Okay, ich habe jetzt hier irgendwas schon gestartet. Der Profi wieder an der Arbeit. Ist halt. So, wie mache ich das denn jetzt? Online-Game. Wollen wir doch, glaube ich, spielen. Ja. Der Profi ist wieder am Werk. Das ist ja mal richtig scheiße gewesen gerade. Das ist mir vorhin schon passiert. Okay. Danach hatte ich den Bluescreen. Hast du einen Raumnamen für mich? Ich muss jetzt den Raumnamen eingeben. Ich habe dir den Code schon geschickt. Ja, toll. Das ist jetzt. Das ist der Raumname. Sekunde. Da muss ich mir mal nachgucken auf meinem Handy. Vielleicht sieht das Ding auch mal ein bisschen vor, vielleicht hat es allein. Oh, die hat noch Problemchen. Ja, bei mir scheint irgendwas. Ach, das war der Raumname. Ach so, so gut. Ich dachte schon, du hast ja einen Anfall. Ist jetzt live vom Stream zu sehen, aber okay. Ja, habe ich ja gesagt. Ah ja, du bist drin. Ich bin drin. Sollte man vielleicht mal verdecken, sollte man mal. Habe ich ja gesagt. Okay, also ich wäre soweit. Ich bin bereit. Ja, dann wähle ich einfach mal hier das aus. Let's bei dir jetzt? Ja. Der Telegrafentisch. Ja. Oi, oi, oi. Alter. Auf Freund warten. Ich glaube, ich muss nochmal die ganzen Anschlüsse am Rechner überprüfen. Oh, die stirbt gerade. Im Hintergrund. Ja, irgendwie scheint da was nicht ganz so zu laufen, wie es sollte. Ich befürchte, dass ich das Ding auch nochmal auf komplett resetten müsste, potenziell. So, lass uns spielen. So. Anleitung, ja. Ja, Tutorial bitte. Ja. Ja, okay. Auf die Nachricht tippen. Voll anpassbar und relativ zuverlässig. Relativ. Auf Freund warten. Okay, was tun wir jetzt? Ach, okay. Brauche müssen wir hier schreiben. Oh mein Gott. Ich habe hier ein B. Okay, müssen wir jetzt tippen oder was? Ja, ich Enter, glaube. Enter oder was? Wie machen wir das jetzt hier? Na, tippen mit Großschreiben nicht vergessen. Werden. Also, dir müsste die Taste eigentlich angezeigt werden. Aber mit B wahrscheinlich, oder? Bei mir ist. Nee, dir wird die Taste da angezeigt normalerweise. Lass mich mal rüber. In meinem Fall nicht. Also. Ach, hier umschalten. Die Umschalttaste wird mal gezeigt. Achso, da kann ich runterdrücken. Ah, ja, okay. Es ist unten. Pfeil nach unten. Okay, ja, die drücken wir gerade hier. R. Wir brauchen R. Wo ist R? Da oben ist ein R. meine zeigt gerade drauf. Moment, ich gehe rüber. R. Warner A. Da bist du. U. Ich suche schon das C. Das ist hier. H. Ja. Und E ist hier oben. Hey. Dup, dup, dup. Zack. Okay. Versenden. Mehr. Lass mich raten. Futter. Hier ist ein M. Du hast Doppel-M. Können wir es löschen? Ne, ein E brauchen wir. Das ist ein E. Oh ein Gott. Das ist ein oh E. Gott. Das ist E. Das habe ich hier ein H. E. H. Und das ist ein R. R. Und senden. Bagels. Groß. B. Du hast gerade. Das ist das B. War? Löschen. Ah, nein. Okay, so. Jetzt ist da.
Quelle nochmal neu auswählen vielleicht? Ja, ich bin noch, müsste, jetzt ist wieder, jetzt bin ich wieder, aber, ja, jetzt bin ich wieder, jetzt funktioniert es wieder. Was war denn? Ja, bei mir hat es wieder irgendeine Verbindung zu irgendeinem Teil hat es gerade verloren. Okay, jetzt funktioniert es wieder. Beziehungsweise zu allen. Ist ja fantastisch. Es kann sein, dass es an Unity liegt oder an der Engine einfach. Oder okay. Auch nicht. Ich weiß es nicht. Ah. Jetzt habe ich aber keinen Ton hier. Jetzt bin ich ohne Ton. Ach ja. Oh, was? Mann, das ist doch. Ja, fortsetzen, oder? Moment. Ich habe ein großes B. Also bei mir läuft es wieder. Ja, läuft es bei dir? Gerät. Wir haben tatsächlich gerade Zuschauer, ich habe gerade Zuschauer, also komm. Lass uns machen, lass uns machen. Okay. hier. Groß B. B. Und zwei E's von dir. E. R ist ein bei R ist, okay, dort. Noch ein E, da bist du gerade runtergefallen. Bist schon zum zweiten Mal gestorben. Ja. Und ich habe hier ein N. Moment, ich muss trotzdem eine Pause machen. Ich muss mein Headset wechseln. Das bringt hier nur Probleme. Ich glaube, mein Sennheiser-Headset ist am Arsch. Okay. Irgendwas ist an den Anschlüssen. Ja, klingt kaputt, so. Ich muss das alles unnormal. Wiederholen. Du bist auch unnormal laut. Ja, ich weiß. Moment. Ich mache hier schon mal ein bisschen weiter. Nicht. Das ist das C. Technisch läuft heute alles. Brillant. Ah, da oben ist das T. Ups, ups, ups. Rappel, rappel, rums. Gelbe Beeren nicht essen. Ah, okay. Dann warte ich mal auf den Modi. So, essen. Essen, Modi. Ja. Ich hab zwar immer noch gar keinen Sound auf dem Spiel, aber hey. Ich schon. Ja, du schon. Mach mal E. Mach mal S. E und ich habe jetzt den N. Ja. Oh, ist das angenehm, wenn es nicht andauernd mehr abstürzt und alles. Nein, brauche ich jetzt dazu. So. Hier. Nice. So, wir müssen jetzt wieder gleichzeitig klicken, Modi. Also, komm her. Modi. Ja, Moment. Ja. Ups. Du hast noch ein E gemacht. Ja, ich habe versucht, den Sound irgendwie. Und ich habe auch herausgefunden, warum das bei mir abgebrochen ist. Ich habe jetzt hier auf. Ich habe mit meinen fetten Fingern auf das Numpad gedrückt. Deswegen ist das. Auf dem Numpad sind natürlich meine anderen Szenen. Da hat das dann umgeschaltet in eine andere Szene und dann war auf einmal. hat er was anderes abgespielt. Ja. Also. So, drück. Mit dem Pops drauf. Gleichzeitig. Irgendwann werden wir schon gleichzeitig sein. 1, 2, 3. Hopp. Und eins. Wir sollten vielleicht mal versuchen gleichzeitig. Bleib mal stehen, machen Stopp. Okay. Und jetzt auf 3. 3, 2, 1, los. 1. Ich hab halt auch einen gewissen Delay bei der Tastatur. Ja. Das ist scheiße. Ich muss mal kurz gucken, kann man sich irgendwie länger hinsetzen in der Steuerung? Moment. Bestimmt, versuch mal einfach. Nö. Geht nicht. Nee. Wir müssen auf Zufall gehoffen. Ja, das ist halt. Sollte man mal ändern. Das ist fürchterlich. Ja. Okay, habe. Ich hab ein H. Yep. Ein kleines A. Ein B. Ein E hast du da. Senden. Käfer. Okay. Ja, K ist bei dir. Da oben. Achso, ja. Was? Nö. Nicht. Fortsetzen. Was? Irgendjemand pausiert hier vor dem Zimmer. Ja, weil ich hier gerade mal die Lautstärke machen muss. Ich kann hier nicht drücken, wenn du. Ja, dann drück auch nix! Mein Gott! Gut, dass wir. Ja, technisch läuft das heute super. Okay, es müsste eigentlich alles jetzt laufen. Es kommt alles mit in die Aufnahmen mit rein.
Das Spiel hat gerade keinen Sound bei mir. Es existiert kein Sound in diesem Spiel. Sound ist ein Gerücht. Okay. Ein Ä brauchen wir. Da kriegen wir ein Ä hin. Zum Fick machen wir ein Ä. Gibt es hier oben vielleicht ein Ä irgendwo? Ansonsten machen wir AE. Machen wir AE. Ah, oder so. Cool. E und ein R müsste hier da oben, ja. Käfer. Verschluckt. Ein E, ein R ist bei, müsste bei mir hier sein, oder? Ja, da oben, nee, da oben. R ist Hab's. Mitte. Ich bin auf dir. Cool. löschen. SCH ist bei dir, oder? CH. Ein L ist, glaube ich, hier, ja. Ist ein L. Aufmaß, dass ich mit, nicht mit meinem, mit meinen Fingern aufs Dumpcamp-Pad komme. Wirst du 100%. Bin ich schon 2-3 Mal. C. Ein K müsste, ja, ein K ist hier. K. C ist da oben. Lass mich. Ja. Eigentlich fehlt der Punkt, aber gut. Und jetzt. Oh, sehr schön. Langsam stimmen wir uns auf den Delay ein. Häubchen? Ich hab hier ein H. Ja. Das ist das Ä. Ist da oben. Ein B. Ein C. Ein H. Ein E. Und ein N. Senden. Sind. Ja. Ich geh mal sterben. Hallo. Aber was für ein putziges Game. Ja, wenn ich nur Sound hätte. Auch ohne Sound ist es putzig. Sind. Senden, ja. Achso, das ist das E. Ich hole das E. Nein, löschen bitte. Lief. Passt auch. Und ein R. Ich kaufe ein R. Wieder. Senden. In. Okay, das war mir klar. Und hops. Und dann N. Und hops. Ja, langsam geht's. Wetter. Abgeschlossen in einer Stunde. Ja, in 12 Minuten, weil mir zwischendrin mein Headset verreckt ist. Du hast 5 Marken verdient. Ja, okay. Cool. Nächste Aufgabe oder was? Das Spiel geht, glaube ich. Ich glaube, wir haben 2 Level zur Verfügung. Also. Ja. Dann schauen wir mal das zweite an. Die Versandetage, oder? Oh nein, wir haben auch noch mehr. Die Versandetage haben wir jetzt, oder? Ja, wir hätten auch noch Mittagspause. Machen wir erstmal Versandetage. Danach können wir Mittagspause machen. Danach können wir Mittagspause machen. So, auf Freund warten. Wir starten die Anleitung. Päckchen und Pakete und Umschläge. Okay. Eingehendes Paket. Okay, was müssen wir damit tun jetzt? Das sehen wir jetzt gleich. Oh, Painted Cliff. Dieses wuchtige Schätzchen hat mir Glück bei Dutzend Turnieren gebracht. Ich nenne es die Cleopatra. Nun ist sie dein. Denk dran, mit den Beinen heben, mit dem Herzen bohren. Okay. Der Mann verschickt die Bowlingkugel. Postleitzahl 6243. 6. Nein! 2. 6, 2, 4, 3. Aufheben. Und was mache ich? Postleitzahl platzieren. Aufkleber. Wir haben nicht viel Zeit. Nein. Ey, hier muss ein Aufkleber dran.
Ich hab ja. Oh ja. Lieber bewegen. Okay. Denke. Oh. Also ich kann hoch runter. Ich kann. Was kann ich überhaupt? Links rechts müsstest du. Ah, okay, ich kann unten. Ich kann nach unten. Was? Nein, ich. Hä, wer macht dann. Kannst du nicht links rechts? Nö. Ich kann nur nach unten. Ah, doch, jetzt. Hier. Nach unten. Und ich kann nach unten. Das können wir beide. Wir müssen noch ein Stückchen hinter. Moment. Ups. Also. So, ja, und jetzt so. Runter. Ja? Nee. So, jetzt, oder? So, jetzt. Ja. Jawohl. Und jetzt nach vorne musst du. So, jetzt runter. Sehr schön. Schreiben. Verschieben. Okay. Nach da vielleicht. Versenden. Ja. Okay. Prüft den Aufkleber und Anschrift nochmal. Dann müssen wir nach Süden. Gesendet. Ja. Okay. Ach, okay, ja, Postleitzahl. Ja. Nord-Süd, da steht's ja. Ja. Drei Pakete müssen wir. Neue Decke. Ich hole eine neue Decke. Was? Gumtree Grove, das heißt Norden. Okay. Gumtree Grove, das ist das hier. 3, 5, 6, 2. Okay. Ja, cool. Neue Deckel, mach mal neuen Deckel. Neuer Deckel produziert. 3, 5, 6, 2. 3, 5, 6, 2 hier. 3, 5. Und ich gucke hier 6, schon mal. 2. Anderes Kleber drauf. Ja, verderblich ist es nicht und es ist auch nicht schwer, also. Dann müssen wir. Nicht wirklich. Die Kugel wäre schwer. Die Kugel wäre schwer gewesen. Aber gut. Einmal Kran bitte. Du musst runter. Okay. Steuerst mit W und S. Wenn du am Kran bist. Ach so. Ja. Und runter. Sehr ja. Schön. Das muss nach Norden. Und hops. Ja, du bist noch nicht ganz im Norden. Du musst noch ein bisschen. Jetzt. Hä? Scheinbar nicht. Okay. Doch. Irgendwie schon. Mach noch mal ein bisschen weiter nach Norden. Nö. Mach nach Süden? Schlimm. Du musst noch irgendwas kleben. Da muss irgendwas geklebt werden oder so. Oder ist es heavy? Es kann sein, dass. Moment. Nein, heavy ist es nicht. Verderblich ist es auch nicht. Kann sein, dass das für zerbrechlich steht. Das kann sein. Nee, aber da steht verderblich drauf. Das ist kein deutsches Team, was das macht. Dann schick mal nach dem Norden. Versuchen wir es mal jetzt mit Heavy. Vorsicht, Handhaben. Steht dort. Okay. Ich glaube, ich war gerade wieder. Ich glaube, ich war gerade wieder weg. Ja, sehr gut. Dann. Heute ist dein technischer Tag. Heute klappt bei dir alles. Du musst mal hier drauf, Modi. Gehst mal auf den linken Pfeil. Moment. Ja. Mal versuchen. Nee. Da müssen wir irgendwie den scheiß Sticker da oben wieder runterkriegen. Den du da drauf gemacht hast, weil es ist nichts Schweres. So. Ich hab einen Sticker am Arsch. So. Jetzt versuchen wir es nochmal. Ja.
Mach doch. Hä? Siehst du hier noch irgendwo einen anderen Sticker? Ah, hier, guck mal, da oben. Oh, hier. Dringend. Ne, nicht dringend. Und hier, ja, zerbrechlich. Gut. Sticker gar nicht. Warte, ich zieh den Sticker ab. Verderblich. Zerbrechlich. Okay. Norden ist da. Und jetzt. Was ist denn damit? Ich glaube, der Schalter ist kaputt. Versuch mal nach Süden. Nee. Cool. Wollen wir neu starten? Ja. Ja, würde ich mal sagen. Wir starten. Starten wir neu. Japp. Japp oder nö. Mir auch gut. Jo. Fortsetzen. Auf Freund warten. Ja, fortsetzen. Hallo. Anleitung brauchen wir diesmal nicht. Nö. Auf geht's. Drei Pakete müssen wir abliefern. Okay. Das ist jetzt der wieder. Gumtree Golf. Gumtree, ja. Es ist derselbe. Fragil. Nimm mit. Oh, habe ich gar nicht mitgenommen. Hey. Ah, der Deckel ist auch noch nicht fertig. Da können wir trotzdem schon mal drauf klicken. Zack. So, können wir hier schon mal Deckel. So, hier. Runter. Und setzen. Jetzt müsste es ja gehen, oder? Ja, Norden. Blinkt noch nicht, du musst noch ein bisschen weiter nach Norden. Ich bin. Ja, jetzt. Gesendet. Okay. Sehr schön. Eingehendes Paket. Okay. Dr. Starbuck. Sehr schön. Mhm. Gulli gefallen. Dieses Exemplar haben wir in einem Gulli gefunden. Wer will denn das? Ich hoffe nur, dass wir müssen das wirklich so was sagen. Ist nicht verderblich, oder? Ich glaube. Hast du die Adresse, wo das hin muss? Lake Bessie. Lake Bessie ist im Norden. Ist die 2241. Ich habe wieder auf dem Griffel gelandet. Ich zeige dir schon meine Trailer, die ich hier vorbereitet habe. Okay, da sieht man. Wollen wir neu starten oder? Nee. Ja, eventuell ist jetzt das ein oder andere nicht gesehen. Nicht zu sehen. Ich darf mein Zeug nicht auf den Numpads ablegen. Könntest du bitte auf den Knopf gehen? Sekunde, ich war gerade abgelenkt. Meine Fettfinger haben jetzt wieder die falsche Tastatur geklickt. Eine Ananas, eine goldene. Nach. Habe ich jetzt auch nicht gelesen. Salty Flats. Hast du jetzt gerade das Zeug weggeklickt? Wir müssen doch erstmal gucken, was da steht. Salty Flats. Ananas ist verderblich, also. Ja, okay. Salty Flats ist hier, 555113. Das ist verderblich. Da muss. Verderblich hier. Decke. Oh, schade. Ich kann keinen zweiten mehr draufkleben. Ups. Hier. Und hier.
Sehr schön, der muss nach Süden. Ja. Okay, cool. Level geschafft. Wir haben nur 4 Minuten dafür gebraucht. Ja. Nun. Erstaunlich. Kann ich mal, ich versuch's mal, und das wird nichts bringen, oder? Ich hätte einfach mein Taschentuch auf die Numpads lege. Das ist irgendwie mal nicht. Nee. Das halt irgendwie blockiere. Irgendwie einen Schreibtisch, einen Bleistift daneben liegen, dass da irgendwie entgegenkomme. Brauchen wir eine Anleitung für hier, brauchen wir. Die gewünschte Frucht bringen. Okay. Dient die Pumpe mit dem Hintern, dreht den Hahn auf, schnell ehe die Pumpe stoppt. Ja, okay. Gibt ein Kasuaren zurecht, um ihn zu beruhigen. Ah, süß. Beim Kiwis müssen laut piepen, um einen Kampf zu beenden. Ah ja, okay. Versuchen wir mal, oder? Ja. Los geht's. Ich hätte gern Wasser. Wasser. Der hätte eine Karotte. Hier, das ist nehme ich mal dem hier. Wasser will der hinten. Und der müsste piepen. Ja, wie piepen wir? Wie tut man das mit welcher Taste? Rechts. Süß. Mein Gott! Habt euch mal beide. Sind wir Apfelstücke? Ja. Und danke Wiss für den Lurk. Ja. Die beiden kämpfen. Das ist er willkommen. Ja. Ich hab einen Apfel. Piep freundlich! Piep. Dingens hier rüber. Hier. Der braucht Wasser. Der braucht eine Rübe. Hups. Und der wird auch noch rüber. Das hat jetzt was von Overcooked irgendwie. Ja, so ein bisschen. Der braucht Wasser. Wie mache ich Wasser? Hast du schon. Ah, okay, muss man nur noch aufdrehen oder was? Ja. Piep. Hier, da drüben auch. Sehr schön, beruhigt euch. Ein Apfelstück. Und hier, du machst Wasser. Zeit ist um. Okay. Die 70 haben wir geschafft. 140 gegen die haben wir nicht ganz. Das hat wirklich Overcooked-Style. Ja, okay, cool. Und das war jetzt das ganze Spiel. Sind wir fertig oder gibt es noch welche? Mehr gibt's noch nicht. Tun? Wirklich? Mehr gibt's nicht. Oh, okay. Ja. Beschissen uns Team. Ja. Vielen Dank fürs Spielen. Ja, macht doch Spaß, macht doch Bock. Kann man sich mal kaufen, mal, können wir irgendwann mal. Ist das schon raus? Nö. Können wir schon. Hab ich das raus? Wenn das raus ist, können wir das ja mal kaufen und mal können wir mal gemeinsam spielen. Das macht doch. Ja, ich muss ja aber glaube ich nochmal an den Rechner und gucken, dass ich das Zeug alles einigermaßen anders hingesteckt kriege. Wenn ich dann mal die Trailer nicht aufs Numpad gepackt habe, dann ja. Kann das ganz gut sein. Ja. So. So, eventuell liegt das Problem an dem hier. Ja, das war jetzt der Raumcode. Gibt es im Singleplayer noch was man machen könnte, oder? Es gibt keinen Singleplayer, das ist wirklich. Aber das selber nochmal, dieselben Level nochmal, die ich könnte Singleplayer spielen. Ist die Sammlung? Oh, okay. Gibt es später Sachen zu kaufen? Eine Garderobe. Die Fiederfarbe könnte ich jetzt neu. Oh, ein Pinguin. Ja. Würde ich mal sagen.
Ja, so, ich habe jetzt einfach mal mein Mikrofon umgesteckt in dem Gedanken, dass das daran liegen könnte. Also mein Stream-Mikrofon. Okay. Haben wir das auch mal gespielt? Wollten wir ja unbedingt. So, ansonsten Multiplayer gibt es jetzt nichts mehr Großartiges. Nö. Was wir machen könnten. Nichts, was auch nur ansatzweise spaßig wäre. Wir könnten Kings Hunt spielen, aber niemand wird Kings Hunt spielen. Okay. Ich bin schon mal in die Indie-Arena, komm noch mal ein bisschen durch die Indie-Arena. Wenn du meinst, ich hätte jetzt dann... Na, wobei wir haben 19 Uhr. Ich mache heute eh bis 0 Uhr oder so durchgehend streamen, je nachdem wie lange es funktioniert. Ja, mal schauen, ich muss morgen wieder zur Schule. Ja, ich muss morgen arbeiten. Ja. Du weißt, Arbeit, deswegen. Arbeit, Arbeit. Das Leben ist immer nur Arbeit. So. So, ich habe jetzt mal kurz deinen Stream hier offen. In meinem ja, Stream. So, Co-Streaming. Live-Reaction, hey. So. Gibt es noch irgendwelche Games, die ich übersehen habe, die ich komplett jetzt noch nicht... Nö. Ja, dieses Kartensammeln war, das können wir mal sagen, das war der absolute Blödsinn. Ja, und ich weiß, dass die Leute von der Indie-Arena sehr stolz darauf waren, dass sie das da rein haben. Und ich finde es ist halt, wie ihr seht, ich bin Level 8, war zwischendurch mal Level 35 war ich glaube ich schon, oder Level 31, 32 war ich schon, und das ist halt. Und dann wurde ich halt. Langweilig wie Scheiße. Ist A das und B, wurde es auch zurückgesetzt immer wieder, wenn du halt irgendwie, wenn du dich mal ausgeloggt hast und so. Selbst mit Account, das ist halt irgendwie, das ist halt fehlerhaft. Ja, ich guck mal, welches Level ich jetzt gerade habe. Wenn ich es denn schon gerade geöffnet habe. The Village. Ich habe schon vorhin festgestellt, also eigentlich ist alle Spiele, die ich so dieses Jahr, also die meisten Spiele, die ich dieses Jahr gut fand, sind hier auf der Farm vertreten. Sind bei der Farm. Aha, da haben wir doch auch rausgefunden, woran das lag, dass ich keinen Sound hatte. Okay, hast du gemutet oder was? Nö, falsches Audiogerät war drin. Ja, jetzt gut. Müsste aber wieder alles gut funktionieren. Oh, den Sticker hier habe ich noch gar nicht mitgenommen. Haben. Ich habe alle Sticker noch nicht mitgenommen, weil die auch irgendwie zurückgesetzt wurden oder so. Das, ja, gut. Cool, ich bin Level 37 und es leckt wie die Hölle. Also ich bin raus. Ja, okay. Kannst ja bei mir zugucken. Jetzt ist dein Stream auf meinen Reakten. Das Co-Stream. Ich hatte gedacht, dass ich jetzt eventuell noch den Rest an Demos spielen und nochmal das Zwergen könnte ich auch machen. Kannst die wichtigsten, die du noch nicht hast. Ich habe so gut wie nichts. Ich meine, das meiste. Mach die wichtigsten, alles schaffst du jetzt wahrscheinlich nicht mehr heute. Wie gesagt, ich mache so bis 10, 11 Uhr wahrscheinlich. Ja. Jetzt, wo wir herausgefunden haben, dass meine technischen Skills dafür gesorgt haben, dass alles hier scheiße war. Und Clio war auch ein gutes Spiel. Ja, das hätte also ich das auch gemacht. Ich muss mal gucken, was habe ich für Spiele gespielt jetzt in der Gamescom bisher. Vielleicht fällt dir dann was auf, was ich noch spielen muss. Also Valien sah ganz cool aus. Was für ein Ding? Valien, also W-H-A-L-I-E-N. Ja. Dieser bunte Plattformer. Valien. So hier. Moment, ich sehe nix. Swalian. Ansonsten habe ich jetzt. Komm mal gucken, ich hab's ja. Spindle war das erste Spiel, was ich im Eröffnungsstream gemacht habe. Das war furchtbar. Okay, fand ich gar nicht so. Fand ich okay, aber das ist jetzt nicht. Nee, das war furchtbar. So, Spindle habe ich. Gespielt, dann, was habe ich dann gespielt? Onde habe ich gespielt, hast du das auch schon gespielt? Nö, ich habe insgesamt 3 Spiele oder so heute geschafft. Okay, Onde habe ich. Alles scheiße wurde. Dorfromantik habe ich dann gespielt. Du dann beides Game habe ich gemacht. Von Lucky Tower bin ich übrigens sehr enttäuscht. Aha, wieso das? Weil es ein schlechtes Spiel ist. Okay. Wieso das? Weil es keinen Spaß macht. Alles ist komplett random
Man hat kein ordentliches Inventarmanagement. Es fühlt sich halt an wie ein Flash-Game, was viel zu spät rauskam. Oh, nice. Es ist ja auch ein Flash-Game. Es ist ein neues und deshalb gefällt mir das auch nicht. Außerdem. Ja, was solche Random-Events sind halt lustig und schön. Aber die waren mir nach 5 Minuten schon zu viel. Vielleicht bin ich auch einfach zu alt dafür geworden. Außerdem habe ich Out of Line gespielt. Was denn das ist mit dem Sperrwerfer, den du spielst, das fand ich gar nicht schlecht. Ah ja, das. Dann Return of Langrim, was ehrlich gesagt, kommen wir gleich noch dazu, was wirklich ehrlich gesagt, wenn ich einen auswählen müsste aus allen, ist das wirklich mein Favorit, das ist auf der definitiv Gamescom. Definitiv, 100%, allein weil Return wegen of dem Aussehen. Da habe ich noch Golf Club Wasteland gespielt. Ja, fand ich lustig, aber wie gesagt, nichts für nichts, was ich im Stream spielen würde, was ich für den Stream kaufen würde für das Let's Play. Ich fand's cool. Dann habe ich noch Lab Rats gespielt. Auch ganz schlecht. Das habe ich mir nicht mal runtergeladen. Auch ein weiteres Highlight, was ich gespielt habe, definitiv vorne auf Pokopin, was mir gekauft habe, stehe ich hier gerade vor. In die Arena, das ist halt hier das hier. Last Day of Summer. Finde ich halt putzig mit dem. Ist halt wie Scrubs bloß mit Vögeln und Tieren. Ungefähr so. Okay. Und noch ein bisschen anders. Ah ja. Scrubs halt anders und mit Tieren. Und dann haben wir noch Behind the Frame gespielt. Ja, ein schönes Spiel, wo ich da nicht weitergekommen bin. Recycled Parking habe ich noch gespielt. Lucky Tower Ultimate habe ich gespielt. Ja. Wie fandest du es denn? Ja, ich fand es jetzt nicht schlechter als das Flash Game, aber das ist halt das Problem, ne? Könnte, ist halt, ja, das Geld für ausgeben würde ich nicht. Kosten, das ist die Sache. Ich würde es mir wahrscheinlich nicht kaufen. Das ist also, die Demo war lustig, aber für als Spiel kaufen, nee, eher nicht. Und dann also, ich würde dann jetzt Schluss machen und würde dann noch Demos machen. Ich wollte noch mit dir ein bisschen über die Demos reden, die ich gerade gespielt habe. Ach so. Mal. Torn Away habe ich nämlich noch gespielt, du hast gesagt, das willst du nicht. Das nee, ist dir zu. Was ist dir zu? Und Proto Krogi habe ich gespielt, das ist ein ganz abgespacedes Ding. Das steht doch auf meiner Liste und ich. Okay. Falls der Soundtrack nicht weggeclaimt wird, würde ich den Intro-Song direkt in die Playlist packen. Okay. Weil er echt gut ist. Werde ich sehen, ich habe es noch nicht hochgeladen, die Demos. Mal schauen, was mir davon erhalten bleibt, was davon online kommen kann. Slender Tweets habe ich vorhin bei dir gesehen, dass du das gestreamt hast. Ja, das fand ich echt geil. Slender Tweets war fand ich nicht schlecht. Ich fand das gut. Wir brauchen ein paar ernsthafte Horror-Adventure-Spiele. Und vor allem die Straße bei dem Spiel ist großartig. Der Fußgängerweg ist einfach der beste Gag. Ja, es fängt halt als Gag an und dann kommst du zu der Situation, du denkst, okay, ja, wir bringen eine Puppe um und dann, boom, du hast den Autofahrer umgebracht. Genau, das ist blutig, das ist brutal. Ja, genau das ist. Du hast einen Menschen umgebracht. Ich finde, das ist das perfekt für so ein Horror-Game, dass da auch mal ein bisschen Komödie mit drin ist, dass halt nicht die ganze Zeit Horror und Erschrecken und Grusel hast und dass da auch solche Comedy-Momente mit drin hast. Ja, Torn Away fand ich perfekt. Wo du dann halt persönlich später merkst, okay, so lustig ist das vielleicht nicht. Torn Away fand ich persönlich sehr gut. War mir klar, dass du das magst, aber ich weiß, ich werde es hassen. Und dann haben wir noch, da habe ich noch Ghost on the Shore gespielt, wovon ich eher enttäuscht war, was ich eher nicht so toll fand. Das war, ja. Ich weiß nicht, das war mir ein bisschen zu viel rumgelaufen, zu wenig Story und ja. Wirkte für mich ein bisschen leer. Das hätte ich halt von dir null gedacht, dass dir das nicht gefallen könnte. Nee, irgendwie nicht so. Und dann habe ich noch Frank and Drake gespielt. Ja, was denkst du davon? Ja. Ist es ein gutes Spiel oder ist es beschissen? Ich, also weder noch. Also ich finde das Spiel an sich gut,
Aber also die Demo hat es da an dieser einen Stelle, kam ich nicht weiter, weil es dann so, weil dann so Zeichen, weil du mit Graffiti so eine Wand sprühen musst, dann gibt's da so eine Form, die du nachzeichnen musst, und da ist absolut nicht absehbar, wie du das zeichnen. Ah, also okay. Ich habe auch nach einem Workflow geguckt, nach einer Komplettlösung. Und es ist wohl jedes Mal, bei jedem Spielstand ein neues Ding. Also du musst das, es gibt nicht mal eine Lösung dazu. Also du musst da schon selbst drauf kommen auf dieses Rätsel. Und da habe ich dann aufgehört. Das habe ich dann, das war dann das, jetzt. Das erinnert mich an sämtliche Return to Landgrim Walkthroughs, wo jeder bei dieser fucking Schmiede, bis auf einer von den Entwicklern, der einen Walkthrough gemacht hat, außer ihm, jeder ist an der Schmiede gescheitert und hat gesagt, okay, ich komme hier nicht weiter, ich beende hier das Video. Ja, da hoffe ich einfach bei Return of Langrim, hoffe ich einfach, dass das noch gefixt wird, dass das irgendwann mal. Wir sollen bitte einfach einen Wiki-Eintrag erstellen, wenn die Leute keinen Bock haben, sich. Ansonsten ist das Spiel nämlich, der Return of Langrim ist nämlich wirklich großartig. Und es ist geil und es hat halt auch eine saugeile Synchro. Wenn ich die Schmiede wäre. Ja, und dann habe ich noch Clio gespielt, Pirate's Tale. Will ich jetzt gleich, großartig, ja. Was dann, das fand ich großartig. Und ja, dann habe ich jetzt, glaube ich, jetzt kurz vorm Stream habe ich noch, wie hieß das Spiel, dieses, was du mir empfohlen hast, das war komplett, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, dieses, wo du einen Pizzalieferant spielst, den du dann dort in die Welt kommst. Ja, das komplett in jeglicher Hinsicht komplett drüber war und. Ich habe mir gedacht, auf welchen Drogentrip bin ich da, wenn ich ja, da. Es ist halt, du spielst halt irgendwie irgendein Monster, was halt auf einem Motorroller durchs Universum fliegt und dann dort eine Pizza ausliefert und auf einem Planeten ankommt, der selbst eine Pizza ist, eine riesige Pizza mit Luigi's Mansion halt drauf. das heißt, das Haus ist halt Luigi's Mansion. Also von der, wie es aussieht. Da muss halt erstmal klingeln und dann. Es ist halt. Alter Schwede, ich dachte mir, was passiert mir hier? Und dann habe ich jetzt noch Kiwi gespielt mit Modi zusammen. Und jetzt habe ich noch vor, einiges zu spielen. Ein, zwei Sachen wollte ich jetzt noch, einiges nicht, aber ein, zwei Sachen will ich jetzt hier vielleicht noch im Stream spielen. Jetzt kann ich ja gleich mal hier reingehen, kann ich mal nachgucken. In meiner Bibliothek habe ich noch, zwei Spiele habe ich hier noch. Heaven Park habe ich mir noch vor mir. Dann habe ich noch Kraken Academy, das wollte ich auch noch spielen. Das will ich auch noch unbedingt heute machen. Und wie hieß das Spiel, was du mir nochmal, was du gerade eben gesagt hast, kann ich mir vielleicht auch noch holen. Wie hieß das? Whale, irgendwas mit Wal, irgendwas. Ja, das Walspiel. Das ist halt so ein 3D-Plattformer-Rätsel-Ding. Wie hieß das? Ich schicke dir einfach kurz die Seite, Moment. Valien. Hier Valien, im Observatorium ist es. Ja. Kann ich gerade mal hingehen in die Arena. Das ist halt. Es ist halt ein Plattformer. Wie ich das gerade mal finde. Ja, ansonsten hoffe ich, dass nächstes Jahr dann vielleicht mal wieder die Arena in der Gamescom vor Ort in Köln ist. Die werden trotzdem die Online-Events machen, das hatten sie schon gesagt. Ja, kann ja trotzdem stattfinden, aber ich würde dann trotzdem. Das wäre ja auch eine, das war, haben wir, glaube ich, auch letztes Jahr schon gesagt, habe ich gesagt, das wäre eine gute Idee für die Leute, die nicht kommen können und die nicht kommen wollen, oder. Ah, hier ist das Spiel hier. Tamarinos Freaking Diner, das ist halt. Ja. Absoluter. Ich will nicht Schwachsinn sagen, aber es ist halt wirklich. Es ist Schwachsinn, aber es ist gut aussehender Schwachsinn. Nee, das war mir zu viel. Ah, hier, dieses Valien. Oh, das ist ziemlich. Hier haben wir das. Gibt es da eine Demo für? Gibt es. Das sieht so ziemlich. Sieht süß aus. Ach ja, was hältst du eigentlich von Don't Buy This Game? Ja. Ich würde es nicht kaufen. Sagen wir es mal so. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich meine, es ist lustig, aber wir haben halt schon zu viele von diesen Metaspielen. Es wird halt in jeglicher Hinsicht nicht an sowas wie. Ich meine, es heißt ja schon so. Es heißt ja schon so, Don't Buy This Game. Ich glaube, daran werde ich nicht mehr halten. Ja, es kommt halt in jeglicher Hinsicht nicht an There Is No Game ran. Nicht mal ansatzweise. Nicht mal an den ersten. Ich weiß nicht, ob das müsste. Müsste, es ist genau dasselbe Genre.
Ja. Das ist aber dieselbe Idee. Nächstes Jahr, sofern das zugelassen wird, wenn Corona jetzt nicht noch verlängert wird. Wird es. Hoffe ich, dass dann, dass wir uns dann wieder, dass wir dann uns auf der Gamescom in Köln treffen können, dass wir dann. Wie gesagt, ich muss da erstmal nachfragen, wie das läuft, weil ich. Wie nachfragen? Na, wir haben zwei vorgegebene Urlaubswochen und wir dürfen eine Woche vorher oder danach nochmal nehmen. Aber ich muss da mal nachfragen, ob ja, muss dann natürlich auch nochmal gucken. Gamescom-Woche frei krieg. Lässt sich bestimmt verhandeln. Ja, mit Sicherheit. Muss mit meinem Arbeitgeber auch nochmal gucken, aber. Wenn ich sage, dass es Gamescom und so. Vielleicht bin ich bis dahin schon wieder arbeitslos oder irgendwas. Hoffen wir mal nicht. Na gut, ich würde mal sagen, du wolltest noch ein paar Demos spielen. Ich wollte noch Dinge machen, ja. Bei denen wollte ich mir jetzt auch nochmal. Also gut, ich würde dann auch den Call beenden, ich fange dann an. Ja. Gut, dann. Viel Spaß dir noch. Ja, bis später oder irgendwann. Bis die oder Tage. Was auch immer. Radiant, kann ich mir die Demo auch mal runterladen. Ja, schaut bei Modi vorbei. Das streamt auch, glaube ich, jetzt noch weiter und ja, jetzt nicht. Jetzt schaut er bei mir noch weiter in den Stream. Kiwi kann ich jetzt deinstallieren. Erstmal Wishlisten. Und folgen. Kann ich das auch mal deinstallieren? Da liegt, glaube ich, auch noch einiges von der Gamescom hoch, da. Modi. Und dann können wir gleich noch die drei Spiele spielen. Ansonsten habe ich, glaube ich, alles gemacht, was die Gamescom 2021 zu sehen. Habe einiges gespielt, einige Demos. Wie kann man den Call schließen? Jep. Na dann, ich würde sagen, wir spielen noch eine. Ich mache eine kurze Kaffeepause, das machen wir so. Ich mache eine kurze Kaffeepause, ich schicke euch kurz in den Warteraum. Dann spielen wir Kraken Academy. Und dann gibt's die. Dann gibt's die große Preisverleihung vom. Von der Goldcard. Von der Gamescom. Und dann spielen wir noch die anderen beiden Demo-Versionen und dann. Ja, dann sagen wir mal Tschüss Gamescom 2021 und drücken alle die Daumen, dass 2022 wieder die Gamescom vor Ort stattfinden wird in Köln. Weil noch ein Jahr in die Arena Booth online. Ja, sie versuchen es immer besser zu machen, aber ich würde auch gerne mal wieder zur Gamescom in Köln, ganz ehrlich. Also wirklich, also die Gamescom hier online, die in der Indie-Arena, es macht schon Spaß und man hat schon, also es hat schon, man kann viel mehr antesten, man kann definitiv fürs Indie-Entwickler treffen und fürs Spiele kennenlernen und für das Demo-Spielen und so weiter ist das weitaus praktischer als die Demo vor Ort, aber Freunde treffen und ja, jetzt mit Modi habe ich mich ein bisschen über Voice und so weiter über Discord ein bisschen unterhalten, aber ich muss sagen, und das ist ja eigentlich auch einer der Hauptgründe, warum man zur Gamescom vor Ort geht, dass man Freunde treffen kann und mit denen sich dann dort gemeinsam Spiele angucken kann und so weiter. Und das ist halt dieses Erlebnis und auch schon das Erlebnis, in die Messe reinzugehen und dort, in den Messehallen dort sich das anzugucken, ist halt definitiv ein anderes und das vermisse ich auch sehr. 2019 war ich bei meinem ersten Gamescom vor Ort. Ja. Und ich hoffe nicht, dass das die letzte Gamescom vor Ort gewesen ist. Und dass das auch bald wieder geben wird. Gut, ich würde mal sagen, kurze Pause. Wir sehen uns gleich wieder zur nächsten Demo. So, ja, bis gleich.
So, Entschuldigung, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Ich muss noch ein bisschen was vorbereiten. So, aber jetzt geht's weiter mit dem großen Gamescom, letzter Abend Stream auf Twitch mit dem Zwergenfürst. Bin ich noch zu hören? Kurzer Sound Check. Jo, ich bin noch zu hören. Großartig. Ja, funktioniert noch alles. Müsste noch gehen. So, na dann. Spielen wir das Spiel Kraken Academy. Ja, starten wir die Demo-Version. Ein weiteres Spiel der Indie Arena Booth 2021 online, was ich mir rausgesucht habe. Auf geht's. Reden wir nicht lange um den heißen Brei herum. Na, manchmal braucht es ein bisschen. Made by Happy Broccoli. Oha. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglodon, zu einem weiteren Demo-Letztest von der Indie Arena Booth 2021 online mit dem Zwergenfürst Gamescom online. Und wir spielen jetzt das Spiel Kraken Academy. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Jo, ein weiteres Spiel, was ich gefunden habe in der Indie Arena. Auf geht's. Drücken E zum Starten. Starten ein Spiel. Auf geht's. Mit E. Okay. Normal und einfach. Einfach, würde ich sagen. Oder ja, als Noob jetzt als zum Anfang zum ersten ausprobieren. Dann ja, einfach. Hübscher kleiner Brokkoli. Wartebildschirm. Hör auf, dich zu beschweren. Wenn du dich erst eingelebt hast, wird es dir bestimmt gut gefallen. Verstehe einfach nicht, wieso Nadja in den coolen Club darf. Da sieht man ja, wer hier das Lieblingskind ist. Das stimmt nicht. Ich liebe euch beide gleich viel. Oh Gott, diese Dialoge. Fängt schon gut an. Man kriegt im Leben immer das, was man verdient, Brüderchen. Na toll, wenn das schon so startet. Viel Spaß, Herr Süßen. Ja, klar. Ich freue mich schon drauf, wenn du endlich erwachsen wirst und merkst, wie gut du es früher hattest. Also dann, tschüss. Tschüss, Mama. Ja. Uff, ich wünschte, du wärst auf einer anderen Schule. Das wünschte ich auch. Zumindest werde ich dir hier höchstwahrscheinlich nicht begegnen. Ich bleib auf dem Gelände der Theater AG. Der Ort, an dem nur die Reichen und Schönen willkommen sind. So ein Primitivling wie du schafft es da niemals hin. Aha. Würde mich nicht wundern, wenn sie hier keine Freunde findet. Das ist also die Kraken Academy. Sah in der Broschüre schön aus. Alles sieht in der Broschüre schön aus. Warum ist hier alles so runtergekommen und dreckig? Ich sollte kein vorschnelles Urteil fällen. Vielleicht ist es ja doch ganz nett hier. Ja, so viel dazu. Hühlenheini. Okay. Ja. Okay. Der Typ hat mein Handy geklaut. Kloppen, kloppen, kloppen.
Prügeleien sind auf dem Schulgelände verboten. Kriminelles Gesindel. Was wird geklappt? Das Auto brennt. Brokkoli Girl? Okay. Bin jetzt schon fern. Deine Uniform. Du bist auch in der Musik AG. Wir müssen uns beeilen. Der Unterricht startet. Jetzt! Komm mit. Okay. Folgen wir dem Brokkoli Girl. In die Krankenakademie. Warte mal, was? Kloppen! Mit Kloppen. Ich möchte an meinem ersten Tag wirklich nicht zu spät kommen. Ich schätze, die kommen klar. Ach, schade. Ich würde mit Kloppen. Mann, bist du langsam. Ich schicke dir einen Freundschaftsanfrage auf kranken-net. Falls du dich verirrst. Okay, los geht's. Ich war gerade ein bisschen gestürzt, dass das nicht kranken.net heißt. Auf kranken-net geedit. Brokkoli Girl. Mag Spielzeug spielen. Mag nicht alter Liebe nachtrauern. Ah ja. Brokkoli Girl. Alter 16. Größe 74. Sternzeichen Schütze. Mag Schlagzeug spielen, mag nicht alter Liebe nachtrauen. Okay. Profil, der Moment, wenn jemand dich sieht und tut, als gäbe es dich nicht. Ey, ja. Zwei Einträge zur Musik AG. Achso, das ist ja. Achso, das sind unsere. Das bin ich. Sternzeichen Widder. Kann ich einstellen oder was? Bin Jungfrau. Mag Lampen, Whiteboards, Backen. Bin ich wirklich. Sternzeichen Jungfrau. Ölen, Astronomie, Soße, Hollandaise, bitte was? Ich mag Käse. Mag nichts. Zylinder, Züge, Ölen. Schade, dass wir bei Markt nicht Züge eingeben können. Was mag ich denn nicht? Augen. Ich mag Supermärkte nicht. Sagen wir das. Können wir hier Züge angeben? Oh, schade. Ich würde gerne, ich mag Züge angeben. Sehr schön. Ich bin auch 16, wie es ausschaut. Okay. Alles klar. So. Das sind die. Das ist eine alte Telefonzelle. Ich möchte nicht telefonieren. Okay. Ich glaube, da ist er lang. Oh, Hallöchen. Was soll der Stacheldrahtzaun hier? Du willst da rein. Das macht 10.000 Schlotzniks. Schlotzniki. Aber das sind meine ganzen Ersparnisse der letzten 10 Jahre. Tja, willst du zur Schule gehen oder nicht? Von wollen kann nicht die Rede sein. So viel bezahle ich ganz bestimmt nicht. Ich will nicht mal auf diese Schule gehen. Wie du meinst. Nimmst du dann also einfach in der freien Natur? Unser Höhlenheini hat bestimmt nicht noch ein Plätzchen für dich in seiner Höhle. Also das war der Höhlenheini, der hat bestimmt noch ein Plätzchen in seiner Höhle. Seine Höhle ist bestimmt sauberer als diese Schule. Aber was soll es, einverstanden? Ich habe wohl keine andere Wahl, also zahle ich. Was? Wie? Auf gar keinen Fall. Karte der Musik AG. Okay. Zugang zum Gelände der Musik AG, okay. Ich bin arm. Eine gute Ausbildung ist unbezahlbar. Wenn noch was ist, du findest mich südlich vom Markt. Bis dann. Ja. Was für ein Abzocke. Auf Karten-Net geaddet. Was?
Sehr schön. Personal ist ja auch noch. Sternzeichen Zwilling im Markt, Tattoos, mal gar nicht Konkurrenz, kommt in Sticks Hütte vorbei oder lasst es, ich finde euch. Seit 28. Nein, 16-Jähriger. Einen 16-Jährigen hier diskriminieren. Ist das das Sicherheitssystem der Kartenakademie? Bitte zeige deine Karte der Musik-AG, um Zugang zu erhalten. Hier bitte. Vielen Dank, Zugang gewährt. Wir haben dein Gesicht gescannt und uns Datenbank hinterlegt. Das Tor-System wird dich ab sofort automatisch erkennen. Was? Dem habe ich gar nicht zugestimmt. Okay. Gefällt mir. Musik-AG. Käffchen trinken. Na, dann machen wir mal Musik. Dann gehen wir zur Musik-AG. Hey! Hier lang! Aha. Hier hinein. Brokkoli Girl, hier drüben! Wir sind fast da! Na dann, folgen wir mal die Brokkoli Girl. Oh Mann, die Lehrerin ist selbst zu spät. Wir hätten uns gar nicht so beeilen müssen. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Wie heißt du? Eine ganz neue Schule. Das bedeutet, ich kann sein, wer ich will. Welcher Name würde mir gefallen? Sie hat mich doch schon... Hat sie mich nicht schon auf... Sie weiß doch schon, wie ich heiße. Wieso? Oder hat... Warum hat sie mich auf Dingens geedet? Welcher Name würde mir gefallen? Wie wär's denn mit? Zwergi! Heldenbanner. Zwergi. Ein bisschen alte Muttername, oder? Na, finde ich nicht. Wie auch immer, ich spiele Schlagzeug in der Musik-AG. Welches Instrument spielst du? Also, ich will ja nicht angeben, aber in meiner alten Klasse war ich der beste Keyboard-Spieler. Mir wurde gesagt, wenn ich so weitermache, kann ich Profimusiker werden. Oh, echt? Und ich kann noch, wir könnten noch wen für unsere Band gebrauchen. Konstantin, der Junge mit dem Brille da drüben spielt Bass. Wenn du mit ihm sprichst, darfst du nicht zu interessiert wirken, sonst hört er nicht auf zu labern. Wladimir, der Blonde da. Mr. Putin ist unser Sänger. Die Mädchen sind alle verrückt nach ihm. Also ich natürlich nicht, obwohl er ja schon verdammt gut aussieht. Simona, das Mädchen mit dem graffen Hoodie, spielt Gitarre. Sie ist meine allerbeste Freundin. Sie meint nicht immer alles, was sie sagt. Sie ist manchmal etwas. Jo, Kleine. Okay. Hast du eine Spielkonsole dabei? Wir könnten noch eine Runde Witch Princess Battle spielen, bis die Lehrerin kommt. Wer ist denn der Trottel? Ist das der Neue? Sag nicht, dass sie jetzt frühere Handlangerin von kranken Kraken ersetzt. Was soll das bedeuten, Handlanger vom Kraken? Ja, bärmlicher Lakai, der alles macht, was der Kraken verlangt. Nur um nach ein paar Tagen den Aufpass zu kriegen. Psst! Mach ihm doch keine Angst, Simona. Das ist doch alles nur Gerüchte. Also, wegen der Spielkonsole. Ich hab sie dabei, aber meine Batterien sind fast leer. Zwei, könntest du gucken, ob du hier welche findest? Solltest eh mal rumgehen und alle ein Hallo sagen. Okay, Batterien suchen. Im Mülleimer vielleicht. Freunde finden. Du stöberst im Bücherregal herum. Hier ist eine Menge Kram, der nicht in ein Bücherregal gehört. Batterien gefunden, dachte ich mir. Hier stehen verdammt viele Beziehungsratgeber. Hallöchen. Hey, oh ja. Würdest du sagen, du bist Vogue?
Was? Was zum... Wie schön, endlich jemand, der seinen Kopf benutzt. Was denkst du also über die großen Limonadenhersteller? Nicht zu fassen, dass die sich in unsere Handys hacken. Sie können jede einzige Nachricht mitlesen. Und warum sollten die das ausgerechnet... Warum sollten das ausgerechnet Limonadenhersteller machen? Denk doch mal nach! Das sind ja... Das ist ja das Clevere daran. Hier verdächtigt doch keiner. Kustadin, Verschwörungstheoretiker. Ja, da steht sogar. Mag Verschwörungstheorien. Der Querdenker in der Klasse. Alter, 17, Größe 1,62. Mag Verschwörungstheorien. Mag nicht Schlafschafe. Ach du Scheiße. Und damit bin ich raus. Ach du Schande. So einer also. Querdenker. Die wird mit so 5G, mit den Masken wollen sie uns alle, die wollen uns unsere Kinder wegnehmen und unsere Arbeit, unsere Kinder, die unsere Arbeit verrichten. Wladimir. Ja, warum nicht? Achso, ich habe schon eine Frage beantwortet, na toll. Das Geschmack, die Aufnahmegebühr beträgt 100 Shot, ja, Währung. Dann wöchentliche 50 Slots. Ja, Mitgliedsgebühr. Dafür gibt es dann 2 Fotos mit meinem wundervollen Gesicht drauf. Ja. Ich habe kein Geld. Was? Dann verschwende nicht meine Zeit. Auf Kranken. Auf Kranken-Netz. Geilet. Wladimir. Das mag sein in Fanclub. Club mag nicht ignoriert werden, das ist so eine Klischee-Typen hier. Finde ich gut. Sprich mich nicht an, du Pfeifer. Geh weg. Simona. Mag Giraffen. Mag nicht dich. Ja, sehr schön. Schön, dich kennenzulernen. Okay, ich habe Batterien. Schon Batterien gefunden? Wenn du sie in deinem Inventar ausrüstet, okay. Was sie mir geben. Okay, ja. Wie komme ich hin zum Inventar? Inventar. So nicht. Ist auch nicht. Ah, doch so. Mit R. Inventar. Batterien. Sehr schön. Und jetzt können wir hier. Hier bitte. Passen die? Oh, danke, Zwergi. Unglaublich, dass du hier tatsächlich welche gefunden hast. Oh, da kommt die Lehrerin. Sitzen alle! Ich bin Frau Petrova und ich dulde in meinem Unterricht keine Vollpelze. Und glaubt mir, ich erkenne einen Vollpelz, wenn ich einen sehe. Ihr steht mir wie... Ihr seht mir wie ein ganzer Haufen Vollpelze aus. Krass. Ich war früher Opernsängerin auf den großen Bühnen und jetzt habe ich einen Haufen Taugenichts am Hals. Ach so, eine also. Ich hatte früher mal eine Schülerin, die war genauso voll wie ihr. Sie ließ sich einfach nicht belehren, also haben wir sie in die Wälder gejagt. Seitdem hat sie keiner mehr gesehen. Das heißt, sie hätte den Bären dort angeschlossen. Ihr wollt doch wohl nicht das gleiche erleben. Okay, Kinder, dann wird es wohl Zeit für eine Klassenarbeit, um herauszufinden, wer von euch in den Wald gehört. Mich interessiert besonders, wie unser Neuankömmling hier abschneidet. Ist er ein Vollpelz? Das ist mein erster Tag und schon wird es mir damit gedroht, dass man mich in den Wald oder im Wald aussetzt. Ich wette, meiner Schwester geht es besser. Erste Frage. In welcher Tonart hat Beethoven seine Klaviersonate Nummer 13 komponiert? Das Spielen eines Minispiels kannst du den Ausgang einer Unterhaltung beeinflussen. Was? Okay. Aber dir genug Punkte, um die Anzeige unten zu erfüllen. Kleine Kreise. Drücke R, wenn du den Zielpunkt sich in die Mitte des Balkens befindet. Genossen. Ich tippe mal auf S-Dur. Korrekt. Nächste Frage. Wie hieß Mozarts Lieblingsente? Bitte was? Ente?
Entchen? Das ist korrekt. Letzte Frage. Was waren die letzten Worte meines Ehemannes, ehe er mich verließ? Bitte was? Weiß nicht, hat er vielleicht gar nichts gesagt? Korrekt. Er hat mir einfach ein Peace-Zeichen gezeigt und ist auf und davon. Sehr gut. Hier ist deine Belohnung. 100 Flaschen. Gib nicht erst auf einmal aus. Frau Petrova, ich habe Ihnen wiederholt verboten, wieder herzukommen. Raus mit Ihnen. Ja, sehr schön. Das Spiel gefällt mir. Tut mir leid, Frau Petrova ist etwas speziell. Sie wurde vor 20 Jahren gefeuert, aber sie kommt immer wieder, um zu unterrichten. Ich liebe dieses Game. Das ist so, das ist ein einziges Meme, dieses Spiel. Es ist großartig. Schräg. Ich bin Frau Marco und werde euch eine Musiktheorie unterrichten. Mhm. Mein Schlafrhythmus ist am Wochenende völlig durcheinander geraten. Ich bin es gewöhnt, bis mittags zu schlafen. Also mache ich jetzt einfach eine Kette und ihr macht ein paar Übungen auf den Zetteln da, ja? Im Ernst? Nicht so laut, Giraffenmädchen. Oho, du hast mich noch gar nicht laut werden hören. Soll ich mal zu dir rüberkommen und laut sein? Simona! Psst! Wie soll ich denn dabei schlafen? Simona! Hey, Brokkoli Girl! Ja, Frau Petrova hat mir diese Flaschen gegeben. Was soll ich denn damit anfangen? Ach ja, du bist ja neu hier. Vor dem Klassenzimmer steht ein Pfandautomat. Da kannst du sie abgeben und kriegst ein paar Schlotinki dafür. Und tust gleichzeitig was Gutes für die Umwelt. Diese Schule hat sich das überlegt, weil hier früher so viel Plastikmüll rumlag. Du meinst, es war früher schlimmer? Ja, viel schlimmer. Jetzt ist es doch schön aufgeräumt, oder? Und sauber, oder? Ach ja. Hier, du kannst diesen Baseballschläger haben. Ich habe die Befürchtung, den werde ich noch oft genug gebrauchen. Damit kriegst du die Spinde und Mülltonnen klein und kannst noch mehr Flaschen finden. Okay. Das klang gerade wie Cold Mirror. Ein bisschen. Frau Petrova. Mag Opern, mag nicht Spaß. Charakterinfo. Alter 67. Größe 1,62. Mag Opern, mag nicht Spaß. Sternzeichen Löwe. Ehemaliger Star der Grand Opera. Wer nicht alles gibt, kommt in den Wald. Ich liebe es. So. Okay, Pfandautomaten. Ich bin der Pfandautomat 500. Möchtest du eine Flasche abgeben? Ja, Pfand wird berechnet. Du hast 100 Flaschen abgeben und dafür 100 Slot ins Ziel erhalten. Danke, dass du mir hilfst, die Umwelt besser zu machen. Wir unterhalten uns noch ein bisschen. Hey, Pfandautomat. Eine Pfandflasche in Ehren kann niemand verwehren. Das funktioniert wohl nicht richtig. Möchtest du eine Flasche abgeben? Okay, nicht unterhalten. Komm bald wieder und tu Gutes für die Umwelt. Speichersnackautomat. Sehr schön. Willkommen beim wundervollen und komplett patentierten Speichersnackautomaten der Speicher und Co. KG. Jetzt mit 10% weniger Aluminium. Was willst du kaufen? Ja, Speichersnack. Initialisiere. Ja, vielen Dank für den Appetit. Ach, der hat nur ein Ding gekostet. Wir zerstören die Spinde von anderen. Sehr schön. Hier nochmal ein Speichersnack. Sehr gut. Na dann. Super. Komm, ich zeig dir unser Zimmer. Haben wir nicht eigentlich gerade Unterricht? Ach komm schon, die merkt doch nicht, dass wir weg sind. Die merkt doch eh nichts. Warte, hier noch ein paar Spinde.
Mülleimer. Jetzt kann ich die restlichen Pfandflaschen wahrscheinlich noch abgeben, oder? Die wir hier noch finden. Randale. Yippie. Abgeben. Pfand wird berechnet. Yay. Geld. 69. Zwecki. Die Zimmer sind hier drüben. Aha. Hier drin? Neben verfallenen Gebäude? Und bei Trommeleimer. Er braucht schon Mülleimer. Jeder hat sein eigenes Zimmer. Das hier ist deins. Ist ein bisschen leer. Das sollten wir ändern. Hier ist ein kleines Willkommengeschenk. Das Bett von Brokkoli Girl wurde zum Inventar hinzugefügt. Ist bestimmt aus Cannabis-Wolle gemacht. Aus Cannabis. Ja, was auch immer das. Brauchst du das nicht selbst? Nee, passt schon. Ich benutze keine Betten mehr. Ich schlafe jetzt lieber in der Erde. Na los, stell es in dein Zimmer auf. Okay. Schreibtisch, Teppich, Poster, Wand, Bett. Ja, sehr hübsch. Haben wir nix? Natürlich nicht. Perfekt. Jetzt sieht es nicht mehr ganz so deprimierend aus. Baba Todorka verkauft auf dem Markt jede Menge Sachen für dein Zimmer. Sollst unbedingt mal bei ihr vorbeischauen. Übermorgen gibt es diese super coole Kostümparty in den verlassenen Wohnräumen. Mein Ex kommt auch, was ein Problem darstellt. Aber ich werde versuchen, nicht allzu viel zu verhindern. Die ganze Musik-AG wird da sein und wir haben auch einen Auftritt. Du musst unbedingt kommen. Ich hasse Partys, aber ich könnte wohl mal kurz vorbeischauen. Ja, bitte komm. Du brauchst allerdings ein Kostüm. Es könnte am Teich, du könntest am Teich gucken gehen, da schmeißen die Leute ständig ihren Krempel weg. Vielleicht liegt da irgendwo noch eine Tüte, die du dir um den Kopf stülpen kannst. Nimm den Ausgang im Südwesten des Hauptplatzes. Guck auf deine Karte, wenn du dich verlaufen hast. Erstmal schlafen gehen. Bin ich müde. Okay, aber ich würde die Demo-Version und diesen Test an dieser Stelle beenden. Auch wenn es jetzt bestimmt hier noch einiges Lustiges gibt. Ich würde mal sagen, das soll es für dieses letzte Test gewesen sein. Ja, ich werde es mir bestimmt mal irgendwann mal kaufen und irgendwann mal streamen oder mit Play spielen. Das ist, ich finde es großartig. Das ist ein einziges Meme. Es ist nicht ernstzunehmend gut, aber es ist halt, ich würde es nicht als gutes Game betiteln, aber es macht halt einfach Spaß. Es ist halt einfach dieser Meme-Charakter. Ist halt einfach großartig. Ich mag's. So, na dann. Ich würde mal sagen, danke fürs Zuschauen. Habt ihr noch einen nebenfristigen Tag und haut darin. Bis dann und ciao. Diese Musik ist auch, ich wollte nur kurz mal noch die Musik genießen. Musik ist auch ein einziges Meme. So, beenden. So, da haben wir Kraken Akademie gespielt. Ja, sehr schön. So, da haben wir noch Haven Park und Guardian Demo für uns. Aber erstmal würde ich sagen, yay. So, Sekunde mal.
Kaffeeflecken aus dem Gesicht wischen. So, mache ich gleich mal Facecam an. So, dann würde ich mal sagen, da kriegen wir es jetzt hin. Hi, da bin ich. Aber meine Facecam. Und dann würde ich sagen, kommen wir mal zur alljährlichen, ja, alljährlich, jetzt zum zweiten Mal 2020, habe ich das schon mal gemacht. Kommen wir zur Preisverleihung. Ja, ich habe auch meinen eigenen Preis auf der Gamescom. Kommen wir zur Preisverleihung der Gold Cards 2021. Da habe ich jetzt auch was vorbereitet. Ja, wie schon im letzten Jahr, will ich auch dieses Jahr wieder einen kleinen Preis vergeben, nämlich für die drei größten und für die drei besten Games in der IA Arena Booth 2021. Ja, ich suche hier gerade auch auf dem Handy gerade noch was raus. Sekunde. Das kriegen wir ja gleich hin. Und ja, da habe ich mir einige Games, also einige Let's Tests, einige Demos habt ihr hier im Stream live auf Twitch gesehen. Einige habe ich so aufgenommen, ohne ich habe es vorhin im Stream noch alle erwähnt, habe noch alle einmal aufgesagt, wo die ich mir angeschaut habe. Ja. Und aus den ganzen Games, die ich auf der Indie Arena ausprobiert und angeschaut, deren Trailer ich geguckt habe, deren Demos ich gespielt habe, habe ich mir drei Spiele ausgesucht, die für mich am besten, die ich jetzt am besten, am größten, am tollsten angesehen habe und die ich als die besten Games 2021 auf der Indie Arena Booth online und auf der Gamescom küren würde. Und ja, dann kommen wir mal zu den drei Spielen, die ich für die Gold Card ausgewählt habe. Drei Gewinner gibt es bei mir heute in diesem Stream. Ja, da gab es einige, es gab natürlich einige gute Spiele. Also es war eigentlich dieses Jahr, na gut, es gab ein, zwei Spiele, die ein bisschen Trash waren, wo ich mir gesagt habe, okay, ja. Mal, zum Beispiel hier, also zwei, die mir extrem aufgefallen sind hier. Ich habe einige, die waren mittelmäßig, aber es ist zum Beispiel hier Proto Koki habe ich gespielt, das war, naja. Dann haben wir jetzt hier noch dieses abgespaced, dessen Namen ich immer noch nicht weiß, da habe jetzt wieder dieses Freaking Diner, heißt das irgendwie mit drin, ja, wo man nicht so weiß, wo ich mir nicht sicher bin, was ich davon halten soll. Aber es gab natürlich auch ganz viele großartige, und auch wenn hier das ein oder andere Spiel nicht unter den Top 3 ist bei mir, das sind jetzt die Top 3, die ich jetzt da auszeichne, es wird keinen ersten, zweiten und dritten Platz geben. Die drei sind alle auf dem ersten Platz. Aber ja, es gab auch großartige Games. Ich habe vorhin mit Modi drüber geredet. Viele Highlights auf dieser Gamescom. Also, ja. Aber da gab es natürlich drei. Mir fiel auch die Auswahl bei. Für die drei Finalisten zu entscheiden, sozusagen für drei Gewinner mich zu entscheiden, fiel mir dann doch ein bisschen schwer, weil ja, da gab es dann doch Spiele, die mir auch sehr gut gefallen haben, aber die sind es dann am Ende geworden. Und ich würde mal sagen, wir schauen jetzt, ich habe euch ein paar Trailer vorbereitet, ich habe da vorhin schon ein bisschen gesehen während des Gameplays, weil ich ab und zu mal aufs Namenpad gekommen bin. Also wer den Stream schon seit Anfang an mitverfolgt hat, der weiß vielleicht schon ein bisschen was. In der Streamaufzeichnung werde ich es noch rausschneiden, aber jetzt hier, wer das live mitverfolgt, der weiß doch schon was. Also, ich würde mal sagen,
Ich habe ein paar Trainer vorbereitet. Die werde ich euch jetzt, ich werde jetzt einfach da, dann verrate ich euch immer noch nicht, wer jetzt der, die Gewinner sind, sondern ihr werdet es durch die Trailer erfahren. Ich spiele euch jeweils einen Gewinner-Trailer ab und dann verleihe ich damals offiziell die goldene Zwergenfürst-Karte. Übrigens, was ich glaube ich noch nicht erwähnt habe, die goldene Zwergenfürst-Karte ist nicht nur von mir ein Preis für das beste Game in der Indie-Arena, für die besten Games in der Indie-Arena, sondern ist damit auch eine Garantie, dass ich für euch Zuschauer und einerseits für das Entwicklerteam, falls das dem Entwicklerteam irgendwas bringt, falls ihm das irgendwie was wert ist. Aber ja, vor allem für euch in der Community eine Garantie, dass das Spiel auf meinem Kanal irgendwo in Twitch oder auf YouTube mal im Stream oder eine Aufzeichnung, sobald es released wurde, gespielt werden wird. Also es ist eine Spielegarantie, dass ich mir das mal kaufen werde und mal als Let's Play auf meinem Kanal bringen werde. Ja, okay. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ich hoffe, ihr auch. Und dann würde ich mal sagen, schauen wir uns mal an, wer der erste Gewinner dieses Abends ist. Wer das erste beste Spiel, also nicht auf Platz 1, sondern der erste Gewinner der Gamescom 2021 in die Arena Booth Online ist. Ja, schauen wir uns mal den Trailer an. Ich habe es ja auf der 1. Ich würde mal sagen, Trailer ab für den ersten Gewinner. Ja, und der erste Gewinner dieses Abends, der erste Gewinner der Gold Card, die erste Gold Card 2021 für die Gamescom in die Arena Booth Online 2021 geht an Return to Nangrim. Ein sehr schönes Indie-Game, wo ich auch schon mit Modi drüber geredet habe, wo wir gesagt haben, man sieht dem Spiel fast nicht an, dass es ein Indie-Game ist, das ist halt wirklich schon so hervorragend und so großartig, dass es eigentlich eine Sünde wäre, dieses Spiel nicht mit irgendwas auszuzeichnen. Wenn man was auszuzeichnen hat, dass man diesem Spiel keine Auszeichnung gibt. Also es ist wirklich, Modi sieht das genauso, es ist halt wirklich mein Highlight und auch Modis Highlight dieser Gamescom und ist ein brillantes Game, was man auch mal gespielt haben muss, wo man die Demos auch mal angucken kann und
wenn ihr die Demo noch nicht gespielt habt, wenn ihr das Trailer noch nicht gesehen habt, guckt euch das mal an. Wishlisten auf Steam. Das ist halt wirklich ein großartiges Spiel. Schaut es euch mal an. Kann ich wirklich mal. Kann man auch mal. Ich weiß nicht, ein Lob aussprechen, kann man wirklich sagen, auch an das Entwicklerteam. Wirklich fantastisch. Ich werde nachher auch noch Tweets auf Twitter absetzen, werde auch nochmal sagen, den Gewinner auch nochmal öffentlich auf Twitter bloßstellen. Ja, und verdient der erste Preis, die erste Goldcard dieses Abends. Return to Nangrim Dwarven Adventure. Ist halt das Zwergenspiel. Also ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es euch auch schon gedacht, vielleicht habt ihr schon erraten, vielleicht habt ihr schon gedacht, dass das so wird, dass der bei mir eine Karte kriegt. Ja, und ich würde mal sagen, schauen wir mal. Wollt ihr sehen, wer der zweite Gewinner ist, wenn die zweite goldene Karte kriegt dieses Jahr. Und 3 haben wir zu vergeben dieses Jahr. Eine wurde jetzt gerade schon feierlich vergeben. Ich glaube, dann schauen wir uns mal an, wer die zweite Goldcard 2021 kriegt. Zwergenfürst Goldcard. Schauen wir mal rein. Ich habe einen zweiten Trainer. Liegt hier auf der 2. Na dann, Trailer ab für Gewinner Nummer 2. Ab geht's. So, das war ein bisschen kürzerer Trailer. Fall of Porcupine. Ich weiß immer noch nicht, ob ich es richtig ausspreche. Last Days of Summer. An das Spiel, an und auch an das Entwicklerstudio. So, dieses Jahr mein zweiter Preis. Gehen meine zweite Gold Card. Und damit auch die Garantie, dass das dann nach Release dann auf meinem Kanal im Let's Play bringe. Ja, ein weiteres Highlight der Gamescom 21, der Ninja Arena Booth 2021 online. Und ja, verdient auch eine Goldcard bekommen. Ich finde, mit den Tieren, das Krankenhausleben nachspielt, wirklich. Also auch gerade in der Zeit, wo halt wirklich in der Corona-Krise Krankenpfleger wirklich auch die Helden der Nation sein sollten und es sind, ja, auch wundervoll animiert, wundervoll. Also man sieht, dass da Liebe drin steckt in dem Abenteuer und macht halt auch wahnsinnig Spaß, das zu spielen. Sage ich auch hier wieder, also schaut euch das auf jeden Fall mal an, Wishlisten auf Steam und mal Trailer angucken, vielleicht sogar Demo spielen, lohnt sich mal das zu gucken, wirklich verdient hier mein zweiter Goldcard dieses Jahr. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir uns mal den dritten und letzten Kandidaten an.
die dritten Gewinner für die Gold Cards 2021 der Gamescom in die Arena Booth online vom Zwergenfürst. Ja, schauen wir mal, wer das so ist. Den letzten habe ich noch für euch. Den letzten Trailer habe ich auch noch für euch. Schauen wir uns den Gewinner mal an. Wen haben wir da? Schon mal ein Trailer ab für den dritten und letzten Gewinner. Ab geht's. Ja, hier haben wir Torn Away als letzten Gewinner dieses Abends, als letzten Gewinner der Gamescom 2021, meine Goldcard der Indie Arena 2021. Ja, ein Spiel, wir haben vorhin mit Modi darüber geredet, was der Modi sich gar nicht antun wollte, weil es ihm zu düster und zu traurig und zu depressiv ist. Ja. Bei mir im Gegenteil, da muss ich wirklich sagen, mir hat das Spiel wirklich großartig gefallen. Da muss ich auch wieder, ist auch wirklich wieder ein großes Lob auch aussprechen, dass da wirklich, also ist wirklich sehr gut gelungen, auch in dem Zeichenstil, in diesem Animationsstil da hat hier. Ist auch wirklich ein bisschen schade, habe ich schon das Demo gespielt, habe aber schon gesagt. Finde ich ein bisschen schade, dass man wieder so ein bisschen versucht hat, die Nazi-Symbole, da hat man nicht versucht, sondern man hat die Nazi-Symbole wieder rausgekehrt. Ja, um es halt noch irgendwie damit, da hätte man wieder Ärger gekriegt und hätte dann wieder, wäre es wieder indiziert worden und so weiter, der ganze Mist. Gibt es in Deutschland immer die Diskussion darum. Ja. Wo meine ehrliche Meinung ist, dass wenn das Spiel halt da zur Aufklärung dient, wenn das da geschichtliche Sachen darstellt, dass da jetzt nicht verherrlichend und irgendwie darstellt, da, wenn das da irgendwie schöner darstellt, als ist das dann halt irgendwie, wenn das zu geschichtlichen Geschichtsunterricht und zum, so steht es ja sogar in den Gesetzen, dass man da es durchaus auch zeigen kann. So wird das Spiel auch, ja, würde auch spielen, das auch ein bisschen korrekter machen, ein bisschen vollständiger machen. Und ja, aber trotzdem, fand ich das Spiel wirklich wundervoll. Ist auch, ja, ist ein bisschen deprimierend, ein bisschen, ist natürlich, weil es im Zweiten Weltkrieg gespielt, weil es von der Hauptfigur redet, die aus dem Konzentrationslager flüchtet und da den Weg in die Freiheit sich auf den Weg macht. Deswegen ist es auch ein bisschen schwerer. Das ist ein Spiel, was ein bisschen schwerer zu verdauen ist, was ein bisschen, wo man mehr schlucken muss. Aber genau sowas finde ich großartig und das dann auch, da gibt es dann diesen blauen Handschuh, den sie noch mit hat, mit dem sie dann so als Fingerpuppe dann die Figur auch noch spricht und auch noch so ein ziemlich nett gemacht, dass dann auch noch so ein paar, ja nicht Comedy-Elemente, aber so ein bisschen erfrischende Sachen noch mit reingebracht wird, dass das dann an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen leichter zu ertragen wird.
Ja, und mir gefällt es wirklich, mir hat es gefallen und zu Recht, wie ich finde, geht die dritte und letzte Gold Card 2021 an Torn Away. Ja, dann möchte ich diesen drei Spielen eine meiner Gold Cards dieses Jahr geben. Und damit die Garantie aussprechen, dass es ja vermutlich 2022 dann, wenn sie rauskommen, Let's Plays davon geben werden, wird auf meinem Kanal. Ja, da haben wir sie alle dreimal gezeigt. Ja, das war die Preisverleihung für die Zwergfürst Big Gold Cards 2021. Glückwunsch an die glücklichen Gewinner. Vielleicht ist es dem einen oder anderen Videospielentwickler sogar was wert. Wenn nicht, sei es für euch eine Information, sei es für euch, sei es halt von mir ein Preis, der vergeben wird. Jo. Na dann, ich würde mal sagen, eine ganz kurze Pause, nicht so lange wie vorhin. Vorhin habe ich es ein bisschen überzogen. Eine ganz kurze Pause. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann spielen wir noch zwei Demo-Versionen. Und beenden dann die Gamescom 2021 mit dem letzten Stream. Sagen dann Tschüss zur Gamescom und freuen uns aufs nächste Jahr und hoffen, dass das dann nächstes Jahr wieder vor Ort in Köln stattfinden kann. Ja, kurze Pause, bis gleich. War meine Visage, ich sehe hier, was hier. Müsst ihr jetzt nicht mehr sehen. Den Knobelkorn machen wir jetzt auch weg. Das ist jetzt so. Sehr schön. Na dann, willkommen zurück. Spielen wir noch die letzten zwei Demo-Versionen und Games der Gamescom 2021. Es geht langsam zu Ende. Es muss langsam zu Ende gehen. Seit Donnerstag haben wir hier Gamescom gemacht. Es ist hier Donnerstag war die Eröffnungsshow, die Opening Night Live. Ja, Gamescom ist nur einmal im Jahr. Da kann man mal durchziehen, aber ja, ist natürlich immer traurig, aber ja. Am Samstag, wann habe ich nicht gesagt? Donnerstag, Freitag, Samstag. Eigentlich habe ich durchgestreamt. Donnerstag gab es den Opening Night Livestream. Freitag habe ich glaube, an einem Tag habe ich nicht gestreamt. Nee, Mittwoch war der Opening Night Livestream. Donnerstag habe ich nicht gestreamt. Freitag, Samstag, Sonntag habe ich jetzt live gestreamt für die Gamescom. Ja. Gut, dann starten wir mal das vorletzte Game dieses Abends. Wir spielen Haven Park. Sieht ja auch schon ganz putzig aus hier. Dann nehmen wir mal los. Starten wir rein. Spielen wir. Let's play. Bubble Studio. Present by Money Indies. Mooney Indies. Sorry. Und da haben wir Haven Park. Haven Park. Die Demo-Version und damit seid ihr gegrüßt mit den Zwerge, Gnome, Hobbits und Edonim zu Let's Test Haven Park oder Heaven Park von der NIA Arena 2021 Online Booth. Das war ein bisschen verkehrt rum. Mit dem Zwergenfürst von der Gamescom
2021 online. Und wir spielen Heaven Park, die Demo. Auf geht's. Neues Spiel. Tiny Exploration Game. Aha. Erinnerst du dich? Du warst noch ein Kind. Das lange Sommertage beim alten Turm gespielt hat und sich seine eigenen Abenteuer vorgestellt hat. Ich kann mich kaum erinnern, Oma. Ich glaube, ich bin noch nicht bereit. Ich meine, das ist zu viel für mich. Flint. Ich war etwa in deinem Alter, als ich angefangen habe, mich um den Park zu kümmern. Anfangs war ich überfordert. Erst Jahre später habe ich etwas verstanden. Ich habe mich nicht um diesen Park gekümmert. Der Park hat sich um mich gekümmert. Ich gebe mein Bestes. Sieh dich um. Horche. Ein wundervoller neuer Tag beginnt. Also, drücke E. Wo soll ich anfangen? Erinnerst du dich daran, wo die Camps sind? Nicht so richtig. Schon okay. Du kannst bei der Sonnenbucht anfangen. Sonnenbucht? Das ist das nächste Camp von hier. Geh einfach Richtung Westen. Du findest es schon. Was kann ich noch machen? Ich konnte in letzter Zeit nicht viel arbeiten. Wahrscheinlich sind viele Sachen kaputt. Du kannst sie reparieren. Okay. Ich bin sicher, du findest deinen Weg. Na los. Neue Quest, finde das Camp an der Sonnenbucht. Och, putzig. Das kleine komisches Tablet hier. Bewege dich in den Richtung. Okay, haben wir uns in die richtige Richtung bewegt oder was? Tapsen wir hier voran. Und suchen das Sommercamp. Mal ein bisschen umschauen. Hier drücken zum Reparieren. Nicht genug Ressourcen im Inventar. Ja gut, müssen wir erstmal sammeln. Hier. Zwei Stoff. Metall. Oh. Hat den Park und Stand. So viel kann das tragen, das Ding. Das kleine Ding. Boost, ne? Haben wir Boostblume gepustet. Was ist das nicht fantastisch hier? Das können wir auch noch reparieren, oder? Ah, nicht genug Ressourcen. Na toll. Können wir später nochmal wieder. Stein ist zu schwer.
müssen das Camp noch finden. Das ist hier unsere Hauptaufgabe. Okay. Pusten. Uff. Pustenblumen gepustet. Fantastisch. Ich habe ein Camp gefunden. Ich sollte es zu meiner Karte hinzufügen. In meiner Erinnerung sah es hier besser aus. Lass mal sehen, ob ich es ein bisschen was bauen kann. Wie ein paar Zelte oder ein Ort zum Essen. So wird die Camper sicher freuen. Ich finde alle Camps. Schwarzer Turm habe ich jetzt hier gefunden. Okay, das ist der schwarze Turm. Ein Lagerfeuer können wir bauen. Ein Holz. Ah, ich glaube, man braucht mehr für ein Lagerfeuer. Bin mir nicht sicher, aber ich meinte, dass man mehr als ein Holz braucht. Ja, platzieren. In der Bank. Wird hier platziert. Nö. Ich würde das ein bisschen. Nicht genug Ressourcen. Zelt, da brauchen wir 3 Stoff für. Jetzt haben wir für nichts mehr. Muss auch wieder abreißen. Drehen. Achso, müssen wir einfach laufen. Sehr schön. Canyon. Oh, wer bist denn du? Hallöle. Bist du der Manager von diesem Park? Naja, quasi. Du machst einen super Job. Dankeschön. Wir müssen Ressourcen sammeln, damit wir weiterbauen können. Eine Münze. Hurra. Sammeln noch mehr Münzen aus. Ein Druck nach Tab, um die Karte zu öffnen. Gut, das erfahre ich jetzt. Schwarzer Turm. Den Turm selbst habe ich noch nicht gesehen, aber okay. Tippel, tappel, tapp. Vielleicht findet sich hier oben noch was. Weil da putze ich das kleine Küken hier. Holz. Steinschlag. Oha, gefährlich für das kleine Ding. Hier ist runter zu springen. Okay, und wo bin ich eigentlich? Sieht man auf der Karte nicht wirklich. Muss man einen anderen Weg finden. Achso, ja. Einsammeln wollte ich. Das können wir nicht einsammeln. Oh, hier können wir ein bisschen planschen. Das Wasser schwimmen. Sehr schön. Liebevoll gemacht. Fantastisch. Haben wir gerade noch ein weiteres Highlight von der Indie Arena gesehen. Sehr schön. Können wir jetzt was bauen? Zum Beispiel ein Zelt. Ja, ein Zelt können wir. Können wir hier noch hinbauen. Ja, vielleicht hier so. In dem Bereich. Oh, das müssen wir eigentlich nicht großartig drehen. Ja, so vielleicht. Level 1 erreicht. Du hast einen Skillpunkt verdient. Na toll. Richtung Canyon. Nicht mein Automat oder sowas. Ja, sorry, wir sind hier in der Wildnis. Snake-Automaten gibt es hier noch nicht. Kann ich dann irgendwann mal, wenn ich ein höheres Level habe.
paar Pilze. Geht's jetzt hier lang? Canyon, Schwarzer Turm. Oh, hier. Repariert. Gleich wieder ein bisschen Holz losgefahren. Ein Camp entdeckt oder was? Aha. Nicht in dem unterhalten. Finde das Camp an der Sonnenbucht. Ja, das ist halt. Da sind wir wahrscheinlich schon vorbei. Ganz Holz schleppt das Ding mit sich mit. So ein kleines Ding. Kleine Vögelchen. Dass das hier mal nicht zu schwer wird. Level 2 schaffen wir doch heute noch, oder? Mindestens. Weiter zum Canyon, Westbach. Schildkröten links. Zum Canyon wollte ich. Ich mal gucken. Ich dachte schon hinkomme. Kein Zutritt. Ah, für die Demo ist das gesperrt. Erst in der Vollversion spielbar. Verständlich. Okay, das können wir nicht aufheben. 3. Westbach und Toter See. Dann gehen wir doch erstmal zum Westbach. Guter See klingt zu gefährlich. Westbach gefunden. Yay. Wir können was bauen. Bleibt mal Lagerfeuer, das gehört überall hin. Oh, was zum Essen zählt, das können wir nicht machen. Eine Schaukel können wir hinstellen und ein Radio. Girlanden. Eisstand, nicht einmal grün. Ne, gerade nicht, sorry. Wir sind eine Grillstation. Sehr schön. Das ist im Wald vielleicht nicht die klügste Idee, aber okay. Hallo. Kämst du hier auch? Nein, ich kümmere mich nur um den Park hier. Oh, also ich muss schon sagen, du machst einen tollen Job. Na, ich weiß nicht, ich bin noch recht neu hier dabei. Ich lerne noch. Ich bin sicher, du wirst super an dem Job. Okay, weiter geht's. Okay, zum Sonnendings müssen wir noch hin. Getroffene Camper 1 von 1. Okay. Ich habe auch schon zwei gesehen. Aber okay. Holz einsammeln, können wir gebrauchen. Das Ende Sommercamp müssen wir noch finden. Nummer 2. Okay. Und die Karte hat sich vergrößert. Na, Stück für Stück immer weiter. Level 2 erreicht. Du hast einen Skillpunkt verdient. Setzen können wir es nicht. Schade. Okay. Und hier können wir ein bisschen planschen gehen. Ohne kleine Insel. Münze. Nicht zu weit rausschwimmen. Das endet nicht gut.
repariert. Das nächste Camp. Ach, die Sonnenbucht habe ich gefunden. Sehr schön. Ach so, hier müssen wir nochmal einen finden. 0 von 0. Nee, müssen wir nicht. Sonnenbucht. Die 1. 2 neue Skillpunkte. Ein neuer Skillpunkt wahrscheinlich. Können wir hier irgendwo. Sieht nicht so aus, jetzt können wir hier was aufbauen. Ah ja, hier unten haben wir es jetzt gefunden. Haben wir gleich den ganzen Strand erkundet. So, in der Richtung müsste noch was sein. Da ist noch ein Fleck auf der Karte, den wir nicht erkundet haben. Space zum Hüpfen. Oh, wir können hüpfen. Fällt mir jetzt erst auf. Aha. Das müsste mal repariert werden. Sehr schön. Weideufer. Weideufer waren wir noch nicht, soweit ich weiß. Nur da mal hin. Camp Weideufer hatten wir noch nicht. Oder doch? Hier waren wir schon. In der Bucht. Das ist die 5. Kommt bekannt vor. Aha. Notizbuch. Jetzt nur im Kreis gelaufen. Nicht. Sonst hätten wir es schon eingesammelt. Weiter geht's hier. Gleich haben wir Level 3. Okay, wie wollen wir da hochkommen? Diese Münze. Sehr schön. Viel Geld. Hier waren wir definitiv schon. Sonnenbucht. Pio Pio. Bist du dann mal wieder hoch zu Oma oder was? Wo gehen wir jetzt hin? Gibt es vielleicht noch ein Camp? Oder was haben wir da? Müssen wir, glaube ich, von der anderen Seite kommen. Das ist immer Skills zu erlernen. Wir können Skills erlernen. Skill. Oh, hier. Skillpunkte. 8% hat von alle Camps. Oh ja, gut. Das wird würde noch eine Weile dauern. Münzensammler. Ein Skillpunkt. Mehr Metall finde ich immer gut. Dann haben wir kein Geld mehr für oder was. Ja gut. Und so ein bisschen Skills leveln. Westbach, hier waren wir schon. Das ist da oben. Okay. Würde ich mal sagen. Ne, zum Canyon bringt uns auch nicht weiter. Ich meine, in dieser Richtung.
Münzen, Pilze. Level 3 habe ich erreicht. Na, sehr schön. Mit im vollen Spiel zu gehen. Ja, ja, gut. Rausschwimmen können wir so nicht. Okay, versuchen wir noch zu Oma zurückzukommen. Jetzt sagen, dass wir das Sommercamp erlebt haben. Was gesehen haben. Tja. Münze. Soll man dem Pfad folgen? Kommen wir schon irgendwo an. Toter See, da waren wir doch noch nicht. Oha. Ganz Rad mitgenommen. Oh, okay, es brennt. Ich habe eine brennende Fackel in der Hand. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ach so, Nacht wahrscheinlich deswegen. Ich repariere. Wo kommen wir denn jetzt hin? Nicht genug Ressourcen, okay. Nachts im Zelt schlafen. Okay. Müssen aber erstmal in ein Camp kommen. Nein! Die Münze einsammeln. Ah, mach Licht an. Es wird tatsächlich Nacht. Könnte man ein Zelt bauen. Wenn wir bei einem Camp wären. Fest noch. Zelt. Er schläft. Schlafen gehen. Gute Nacht. Keine Morgenperson. Okay, ich würde mal sagen, Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr seid. Und schaut auf Twitch vorbei. Wenn es euch gefallen haben sollte. Okay. Können wir nicht drauf starten und durch Dorfpause nehmen? Ah, doch, haben wir. So ein Gelanden aufhängen. Das können wir vielleicht noch hinkriegen. Und Party machen. Aktivitäten. Ein Radio. Ist ja fantastisch. Nehmen das Zelt. Das sind Erfahrungen. Westbach habe ich völlig, habe ich bewohnbar gemacht. Sehr schön. Na dann, in dem Sinne, habt noch einen angenehmen fröstlichen Tag. Und man sieht sich. Haut rein. Ciao. Ja, das soll es für diese Demo-Version gewesen sein. Na dann. Ah, das kommt doch definitiv noch an die, auf die Wunschliste. Oh, ist es schon. Sehr gut. Können wir es deinstallieren. Und dann spielen wir das letzte. Ja, das letzte Spiel dieser Demo-Version, das letzte Spiel des Abends.
Spinovalian Demo. Auf geht's. Rein in den Spaß. Wailian. Willkommen zu Wailian Gamescom 2021 Demo. Demo lässt dich den Beginn des Spiels erleben. Bitte beachte, dass sich die aktuelle Version des Spiels in der Entwicklung befindet und alle Inhalte sich nicht als endgültig betrachtet werden sollten. Viel Spaß beim Spielen. Das Develop-Team von Forbidden Falls. Okay. Na dann, und damit seid gegrüßt an dem Zwerge genommen Hobbits und Engländer zur wahrscheinlich letzten Demo-Version, zum letzten Netztest der Gamescom 2021 in die Arena Booth 2021 online in den Zwergenfürst. Wir spielen Wailian, das Spiel, und starten die Demo. Auf geht's. Cantina. In einem sprechenden mechanischen Wald, auf dem Namen Finn hört, lebt ein Generationen-Mensch. Dort eines Tages wurde Finn mit einem seltsamen Schleim befallen und die Menschen mussten den Wald verlassen. Alle Menschen, nein, ein Tapferer blieb zurück. Ein Dorf namens Geichen. Jetzt stand. Nom. Okay. Und wir spielen hier den alten. In einer Quietschbundenwelt. Knallquietschbundenwelt. Okay, was tun wir? Buch einsammeln. You got your... Hallo Ernest. Ich finde aber parat. Schon mein verstopftes Gasloch repariert. Gasloch? Okay. Macht er das kaputt? Was bin ich gerade dabei? Ein Kategorieglauf. Ah, okay. Wir haben Thanos Handschuhe geklaut. Das müssen wir nochmal schnipsen und dann ist alles hier wieder in Ordnung. Das Regal fällt sich gleich um. Okay. Das durchgestrichene ist ein bisschen hässlich. Oh, ein anderer Handschuh. Pulklauf. Was kann der? So. Die Sachen ziehen. Zum Beispiel das hier. Hier ranhängen. Das ist eher ein Kinderspiel. Das hat das Kinderspiel gemacht. Na komm, kannst du hier dranhängen. Da tut es schon irgendwie. Schleimt hier alles voll. Oh nein. Uff, Ernest, was ist passiert? Hätte wahrscheinlich die Energie zu rauben. Aha. So kann ich Sachen anziehen und dann. Und wo ist das Ding? Das Abfeuern. Ja, was? So.
Wir haben Energie. Und was nun? Aha. Was tun wir jetzt damit? Jetzt haben wir wieder Batterie und jetzt haben wir wieder. Einen Schrank verstecken. Auf nach Narnia. Okay, ich bin auch nicht Gangs. Okay. Was wollen wir jetzt tun? Wir warten wahrscheinlich auf die Bahn oder so. Die Schildkrötenbahn. Aber was bringt's? Nicht wissen, was wir machen sollen. Okay. Vielleicht können wir das irgendwie unter die Sache dort stellen. Das und so weiter. Da oben rein. Ah, okay. Da können wir jetzt weiter. Streckenplan. Ja, schon wie gezweit. Tunnel zum Blasloch, okay. Will ich gar nicht wissen, was dieses Blasloch ist. Okay, jetzt müssen wir diese Blöcke nehmen. Den Kraken. Erledigt. Aha. Badehose anziehen. Okay, vielleicht kommen wir irgendwie anders rüber hier so. Können wir uns selber rüber teleportieren oder so. Und wir gehen hier durch. Auf dem Weg. Durch den Lüftungsschacht. Aber hey. Uah. Was passiert denn jetzt schon wieder? So gut wie dort. Aha. Also jetzt muss ich hier hoch oder was? Was miteinander stapeln dann hier? Verstehe. Könnte noch diese restlichen Schraffuren wegmachen. Das wäre noch ein Wunsch an die Entwickler. Das stört halt dann doch irgendwann irgendwie. Jetzt können wir auch weiter runter oder was? Das wollen wir ja nicht. Wann hier hoch? Nicht hoch. Giovanni Mo. Was? Bin ich jetzt gelandet? Kaninchen zu fangen.
muss lange leben. Aha. Haben wir eine Batterie drin? Spielen sie. Okay. Was wird hier gespielt? Ja, oder auch nicht. Der Flut kommt. Sehr schön. Kommen wir da irgendwie hoch? Wohin damit? Das jetzt hier rausnehmen? Können wir das irgendwo hinpacken oder? Wie kommen wir da rüber? Aha. Nun. Haben wir die Batterie dort richtig hingeworfen oder was? Okay, die Angel können wir vielleicht irgendwie bedienen. Ah, verstehe. Oder vielleicht drüber. Letzten Fisch noch rausnehmen. Ganz leicht machen. Können wir da vielleicht rüber? Das wird das Rätsels Lösung sein. Hopp. Sehr schön. Wunderbar. Steinchen hier vertreiben. Was? Was geschieht? Fragil. Wo gehen wir hin? Elevator. Der Fahrstuhl. Okay, und nun? Computer mitnehmen. Der Aufzug. Aha. Das Blast noch. Wünschen meine. Okay, jetzt kommen wir zum Ziel. Ja, da bin ich auch hin. In Station Wissenschaft. Nein, das ist das Blasrohr. Blas noch zerstört. Kaputt. Verstopft. Ja, verstopft war das Ding. Und raus müssen wir hier. Was suchen Sie denn hier? Das Blasloch. Okay. Die Perle. Aufnehmen.
You get Mr. Push. Okay. Mal schauen, ob sie es schaffen. Die Bälle runterwerfen. Okay. Aha. Oh shit. Was passiert? Bälle runterwerfen müssen wir. Ach, die werden dann hängen, die werden dann kleben und dann. Ah, okay, verstehe. Muss dann zum Explodieren bringen, wenn sie da sind. Ah, sehr schön. Verstehe die Technik. Mit Karo. Und ist das hier. Nee, das war wohl nix. Okay, hier noch irgendwo ein Ball. Sehe ich eigentlich nicht, aber okay. Achso, da stand ich noch drauf. Ja klar. Bin ich auch ein Ball. Ausgezeichnete Wurftechnik. In Wandschacht. Sehr schön. Effektive Bombe haben wir jetzt hier. Und durch hier. Oha. Okay. Zu oft gesprengt. Okay. Was denn? Das kriegen wir bestimmt auch so hin. Oder auch nicht. Darfst natürlich nicht zerplatzen lassen, während sie in deiner Hand sind. Yay. Ah, und nun jetzt können wir darüber. Sehr schön. Fahrstuhlmäßig nach oben. Okay. Wie sollen wir da jetzt rüberkommen? Aha, zum Schaukeln bringen das. Alles klar. Erstmal Pause. Wie Pause? Jetzt, weil das kaputt geht. Mach weiter. Nö, der macht eine Pause. Mach ein Nickerchen. Du hast es bis zum Ende unserer Demo geschafft. Ernest braucht jetzt erstmal eine Pause. Aber sein Abenteuer wird weitergehen. Danke, dass du Regen gespielt hast. Drücke LMT, um zu fortfahren.
die linke Maus, das für die Leute nicht wussten. Okay, kurz Credits. Credits. Ein bisschen kürzer. Ja, danke fürs Zuschauen. Das war Bolivien. Haben Sie noch einen angenehmen fürstlichen Tag, damit ich nach Hause sich gefallen haben. Schaut auf Twitch vorbei, das stream ich regelmäßig live. Haben bitte noch einen angenehmen Tag. Ja, Kommentare schreiben, Glocke aktivieren und ja, haut rein. Bis dann und ciao. Jetzt fängt es nochmal vorne an oder was? Wiederholt sich. Okay, haut drinne. Ciao. So, ja. Können wir die auch mal deinstallieren? Ja, Wishlist nicht unbedingt. Das ist jetzt nicht so was, ja. Ja, Bibliothek. Die sieht jetzt wieder so aus. Ja, Montag geht es dann, soweit ich denke, wenn ich jetzt richtig denke, geht es dann Montag mit Undertale dann wieder weiter, mit dem normalen Programm. Undertale und ne, Lego der Hobbit haben wir fertig, da müssen wir noch was ausdenken, was wir machen, was wir als nächstes Projekt machen. Am Montag erstmal Undertale. Ja, ich würde mal sagen, gehen wir nochmal zum Abschied in der Gamescom. In die Arena. Na dann, das war die Gamescom 2021 online. Danke, dass ihr dabei gewesen seid mit mir. War wirklich bewegend. Die Opening Night Live war gar nicht so schlecht. Pittsburgh präsentiert. Ja. Und ja. In die Arena gab es auch ziemlich viele Spiele, die mir dieses Jahr gefallen haben. War viel Tolles dabei. Ja, ein Jack Duster habe ich jetzt nicht gespielt, weil ich das schon letztes Jahr hatte. Gab es natürlich auch noch. Ja, hier das kennt ihr, das hier, Minute of Islands, ist bekannt. Läuft gerade, das ist jetzt mehr auf meinem Kanal. Trailer von uns nicht. Four brothers, ja. Bound by a Lass uns den Trailer nicht anschauen. Kennt man. Und da haben wir gespielt. Mixed Vision. Yes. Hier beim Arte-Stand. Das Arte-Spiel habe ich mal lieber ausgelassen. Das war jetzt nicht mehr so meins.
Ja. Ich level hier noch ein bisschen. Genau. Ja. Oh, Lake. Wollte ich das nicht auch noch spielen? Ja, wär jetzt auch nicht so. Und war ja wegen Simulator. Du musst die Demo nochmal anschauen. Meet Meredith Weiss. Trainer, E3 Trainer. Das ist gut. 1986. She decides to take a break and goes back to her hometown. Willkommen auf der Gamescom. A mail carrier. It's hardly a chore driving a mail truck around such magnificent scenery. Meeting people is also part of the job. Some of them are familiar, many are new. Some of them are friendly, some are very busy. Some are happy. Das ist schon mal eine Sache. Some like cats. Well, others. Vielleicht schauen wir das noch an offscreen. Vielleicht gucke ich mir das mal. And some of them, she could get to know a little bit better. Who knows what will happen in 2 weeks? Der Briefträger-Simulator. Change a few lives. Gar nicht schlecht. Kann man sich vielleicht noch angucken. Lake. Kommt am 1. September schon raus, oder ist ja, da können wir fast, kann ich gleich das Spiel kaufen. Ist ja. Da muss man mal gucken. Gibt es dafür eine Demo? Lohnt sich fast nicht mehr dafür eine Demo rauszuhauen. Ist sowieso schon auf der Wunschliste. Dann lade ich mir nochmal die Demo herunter, dann spiele ich das nochmal für euch offscreen nachher. Veröffentlichungsdatum 1. September. Also wenn es gefällt, kann man das so gleich schon kaufen. Das ist 1. September, heute ist der 29.8. Das ist ja schon ein paar Tagen. Das ist ja heute 29. Wie viele Monate, wie viele Tage hat der? Wie viele Monate hat der August? Ja genau. 31, das heißt übermorgen kommt das Spiel schon raus. Das ist also fantastisch. Habe ich hier noch ein, zum Schluss noch ein Spiel entdeckt. Level 12. Jo. Genau. Jo. Ah ja, Talk Production, da gab es auch Coffee Talk, das war auch ein Highlight von der Gamescom. Von der Gamescom 2020, das war 2020 schon drauf. Das war schon ein absolutes Highlight. Habe ich leider nicht gespielt, kam ich nicht dazu. Ja, hier, To the Rescue, naja. Freunde. Das Entwicklerteam ist ziemlich nett, mit denen, auf deren Discord bin ich drauf. Das ist ein sehr, 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 sehr nettes Entwicklerteam. Das ist halt die Leute des Spiels, naja. Was soll ich sagen? Das ist nicht der Trailer davon. Dann können wir uns den Trailer nochmal angucken. To the Rescue. Ich habe es, glaube ich, auf der Gamescom 2020 habe ich das gespielt im Letztest. Gibt es, glaube ich, Letztest davon auf meinem Kanal, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Erinnert so ein bisschen an hier Nintendox und so weiter. Das ist halt. Ja. Ich weiß nicht, was dazu sagen soll. Das ist halt, ja. Nichts ist halt irgendwie, ja, und auf dem momentanen Stand, also ich weiß nicht, ob sie viel daran geändert haben, aber auf dem letzten Stand, wo ich es gespielt habe, 2020 auf der Gamescom, wenn sich da was verändert hat. Also 2020 war es noch ziemlich roh, da gab es noch einiges. Ah, das haben wir jetzt gespielt, die Quaken Academy. Das ist großartig.
Ruckelig, das ist so ein, Meme-Dings, das ist halt. Ja. Sehr schön. Mythic Coal. Okay. Ja, Puzzle Game ist jetzt, nee, ist nicht so meins. Der Pedobär. Ja, muss man, also muss man, man muss wirklich sagen, das ist es. Ja, meins, vieles funktioniert hier nicht. Also zum Beispiel hier Play Demo. Okay, gerade. Er hat zumindest, also am Anfang hat das, hat vieles da gerade nichts. Vieles hat da noch nicht so wirklich funktioniert am Anfang, in den ersten Tagen. Und auch das, ja, das System hier mit dem, mit den Karten sammeln, das ist halt. Du wirst dann halt auch irgendwie zurückgesetzt und so weiter und ja. Hat noch nicht so wirklich funktioniert. Da gibt es einige Macken davon. Ich finde es wirklich, muss man, aber muss ich trotzdem mal sagen hier. Oh, Finji. Großartig. Das haben wir durch, da gab es durch einen Test von aus der, auf der Gamescom 2020 auch. Soweit ich weiß. Ja, was ist das hier? Hier Tunic war das. Was wir gespielt haben. Von Finji. Finji ist das Studio. Tunic haben wir gespielt. Ich glaube, ich kann mich daran erinnern, da gab es eine Demo von, wir gespielt haben. Das ist mein kleines Skelett, mit dem ich herumhüpfe. Ich muss wirklich sagen, das wollte ich noch sagen, es ist halt, ich finde es großartig, dass es halt die Möglichkeit gibt, dass halt da so online durch die Arenen hier zu laufen, durch die Booth, durch die Gamescom Booth durchzulaufen und da jetzt durch die, an den Ständen da zu gucken. Ruft jemand in Luft rum? Okay. Okay. Na dann. Scheinbar auch ein bisschen verbuggt, ihr seht da Leute rumlaufen, was nicht dürfen. Ja, hübsches Skelett hier auch noch. Dann würde ich mal sagen, beenden wir das Ganze hier. 22 Uhr ist jetzt schon. Ja, diese Durchlasser hier, die Tür steht, die einen erstmal am Level 30 durchlassen. Das ist ein Shortcut, damit kommt man zu einem am anderen Ende der Map liegenden Ort und so weiter. Ja, kann man auch hier mit der Schnellreise machen. Ja. Ist ein bisschen übersichtlicher als 2020, ist ein bisschen besser geworden, ist halt, obwohl ich fand 2020 schon schön, dass jeder seinen eigenen Stand kreieren konnte. Jetzt haben wir mehrere, haben halt alle hier so in einem großen Bereich halt. Aber es hat es halt übersichtlicher gemacht. Es hat halt auch, hat halt ein bisschen die Karte vor allem ist übersichtlicher, dass man halt hier. Weil 2020 erinnere mich noch, da war es eine riesige Karte, weil jeden einzelnen Stand so auf den Punkt drauf hattest und dann halt sich erstmal durchklicken musstest und so weiter. Hattest nicht fünf, wie viel haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 10, so 13 Bereiche, wo du halt reingehen kannst, wo halt jeder so hier, wo jedes Firma, jedes Spieler drauf hat. Ich stehe hier in dem Pedobären. ja. Ist, glaube ich, schon eine kleine Besserung zu 2020 da. Muss man schon sagen. Yes. Ansonsten. Ein paar Sticker sammeln. Protokori, das haben wir gespielt. Ja, fällt mir schwer zu Schluss zu machen. Ja, hat Spaß gemacht, die Gamescom.
wünsche mir trotzdem, dass es 2022 wieder im nächsten Jahr. Trink kurz ein Stück. Feedkorki. Ich habe schon mehrfach in diesem Stream heute gesagt. Ich hab Bock auf wieder mal Gamescom und die geht nicht online, sondern vor Ort. Vielleicht eine Mischung aus beidem, das ist ja auch eine Möglichkeit. Dass Leute, die nicht gehen können oder wollen, die halt nur an einem Tag gehen. Und ich würde dann, wenn es halt wieder vor Ort stattfinden würde, würde das so machen, dass dann am Freitag auf die Gamescom gehe, dass dann einen Tag frei nehme oder so, dass man halt dann Donnerstag, Freitag muss man sich frei nehmen, dass dann Donnerstag hinfahre. Das sind halt 6 Stunden Zugfahrt nach Köln. Dann würde ich halt Donnerstag nach Köln fahren, eine Nacht übernachten dort, oder 2 Nächte übernachten, eine Nacht davor übernachten, dann am Freitag auf der Gamescom gehen. Und dann am Samstag wieder zurück. Dann könnte man zum Beispiel Mittwochabend die Opening Night live, so wie jetzt hier, per Discord, per Twitch Stream gucken und darauf reacten und so weiter. Könnte man Freitagabend könnte man das noch machen, dann wäre man Donnerstag unterwegs zur Gamescom. Freitag wäre man auf der Gamescom live vor Ort, Samstag wieder zurück und Sonntag könnte man noch ein bisschen auf der Indie-Arena. Samstagabend ist man fix und fertig, da kann man gar nichts mehr. Kommt man Sonntag noch ein bisschen die Indie-Arena online angucken und dann hätte man einen guten Mix. Hätte man einen Tag noch online und 2 Tage unterwegs mit der Bahn, ist ein bisschen krass, aber was macht man nicht alles, um vor Ort dabei zu sein? Insgesamt 12 Stunden, dass man 12 Stunden hier als 6 hin, 6 zurück, dass man 12 Stunden mit der Bahn unterwegs. Kann man nicht alle Tage machen. Nach Köln reisen, aber für die Gamescom tut man es mal. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Danke, dass ihr die Gamescom-Streams verfolgt habt. Entweder jetzt hier, ich glaube, ja, 3 davon habe ich auch auf YouTube live gestellt. Nicht live gestellt, sondern die Aufzeichnung hochgeladen. Die Farben. Da waren wir schon. Guck mal, den Village noch gehen. Zum Schluss. Ja, der Gamescom Opening Night Stream habt ihr auf YouTube gesehen. Den Freitagstream habe ich nicht hochgeladen, weil da nur Demos war und nicht viel los. Ja, es wird dann wahrscheinlich auch noch ein Gamescom zu Best oder ein Highlight Stream, ein Highlight, nicht ein Stream, sondern hätte noch ein Highlight-Video von machen. Von der Gamescom. Was dann wieder hochlade. Zusammenfassungsvideo. Der Bitburger schon wieder. Tja. Und den Samstagstream habe ich, glaube ich, auch noch hochgemacht. Online geschickt. Dann war es der Freitagstream. Samstags dem nicht. Den werde ich jetzt wahrscheinlich auch wieder online stellen. Grüße auf YouTube. Grüße an YouTube. Ja. Na dann. Ah, Ghost of the Shore. Das haben wir gespielt. Fand ich nicht so toll. Oh. Ja. Gut. Man sieht sich dann im nächsten Stream. Wir sehen uns morgen schon wieder. Morgen Abend. Zum nächsten Undertale-Stream. Auch schön. Mal weniger Demos, weniger
weniger ausgeteste. Und dann denke ich mir auch, was du das aus, dann gibt es die Tage auch, die Woche, gibt es auch wieder ein neues Stream-Projekt. Ah, hier haben wir Lucky Tower. I just got randomly Ja, ich mach's mal mit gemutet. Oh ja, okay. The Longing. Das soll auch noch ein gutes Spiel sein. Vielleicht können wir das sich nochmal anschauen irgendwann. Vielleicht mal spielen. Yes! Ja. Na dann, wird Zeit sich zu verabschieden. Habt eine tolle Zeit. Bis morgen. Wir sehen uns morgen wieder. Ah, das war gut mit Slender. Slender Game. Na dann, haut da rein. Sehr schön. Pop-Anspielungen. Ja, für die Gamescom-Fans bis zum nächsten Jahr. Vielleicht schaut auch mal auf meinen Kanal vorbei. Bleibt hier auf Twitch, lasst ein Follow da. Und schaut mal morgen am Undertale-Stream vorbei und dann bei weiteren Projekten. Mordi ist auch wieder mit dabei bei Minecraft. Sea of Thieves werden wir auch noch mal spielen. Nächste Woche vielleicht oder übernächste Woche. Mal schauen. Ansonsten ja, bin ich jetzt hier auch schon wieder im Eingangsbereich, im Willkommenbereich. Dann verlasse ich hier mal die Gamescom. Ja, können wir hier mal als Endbild lassen. Ja, das war die Indie Arena Booth 2021. Viel ist passiert. Preis habe ich von ihnen. Ja. Und Demos habe ich viele gespielt. Und Mordi haben einen Podcast gemacht. Live, die Opening Night haben wir reacted. War mehr los als letztes Jahr. Ja. Größer und besser als letztes Jahr. Gut, dann wage ich noch rüber zu jemandem. Und dann würde ich mal sagen, Gamescom People bis nächstes Jahr. Man sieht sich im nächsten Video auf meinem Kanal, für die Leute, die auf YouTube gucken. Wir sehen uns im nächsten Video, gleich schon morgen wieder. Und ansonsten auf Twitch im nächsten Stream wieder. Haut rein.